Ja, Freunde, es ist wieder Zeit für so ein riesiges Video. Helikopter, Helikopter! Okay, okay, Freunde, heute gibt es den wirklich kompletten Part 2 und 3 von der hübschen Stiefschwester. Also, Freunde, es kann sehr, sehr lange dauern, deswegen holt euch jetzt unbedingt schon mal etwas zu essen und knabbern. Okay, das ist eigentlich das Gleiche. Holt euch etwas zu essen und trinken, denn, Freunde, dieser Film kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Falls euch damals Film 1 gefallen hat, der, by the way, jetzt schon über 20.000 Likes hat, Freunde, dann könnt ihr mir unbedingt vertrauen, denn dieses Video oder beziehungsweise dieser Film wird alles nochmal komplett toppen. Freunde, lasst unbedingt alle jetzt ein Like da, vielleicht schaffen wir es ja, die 20.000 Likes zu toppen. Und, Freunde, falls ihr diesen Kanal hier noch nicht abonniert habt, dann lasst jetzt gerne ein Abo da und aktiviert unbedingt die Glocke. Es würde mich ebenfalls sehr krass freuen. Übrigens, Freunde, ich habe in meinem Leben noch nie wirklich so viel Zeit und Aufwand in ein einziges Projekt gesteckt. In diesem Projekt steckt wirklich so viel Zeit, Liebe und ganzes Herzblut von mir. Für mich war dieses Projekt einfach etwas ganz, ganz Besonderes. Und, Freunde, ich habe es einfach oft nicht gesagt, aber ich bin euch wirklich unglaublich dankbar für den ganzen Support, den wir in den letzten Monaten, Jahren oder wie auch immer hatten. Ist einfach nur geistkrank, wie krass sich das einfach hochgearbeitet hat und wie viele Folgen wir daraus gemacht haben. Falls ihr noch keinen Creator-Code eingetragen habt, dann benutzt gerne den Creator-Code RELOXY2.0 im Item-Shop. Und jetzt, Freunde, gönnt euch das Video unbedingt bis zum Schluss. Ich hoffe, ihr habt euch was zu essen und Klammern geholt. Viel Spaß mit Fortnite Stiefschwester Part 2, der Film. Oh, Dad, was ist denn los, Mann? Oh, ich hatte gerade so einen schönen Traum, man. Ich habe mit meiner Stiefschwester... Dein Traum interessiert mich nicht. Du musst heute zur Schule. Wir haben keine Sommerferien mehr. Okay, Dad. Ich weiß ja schon, dass wir heute Schule haben, aber ich bin doch schon angezogen. Ich war gestern so lange wach und dann bin ich einfach mit Sachen eingeschlafen. Ja, dann hast du jetzt wohl Pech. Dann wasch jetzt dein Gesicht, geh runter zum Frühstückstisch und dann gehst du auch wieder in die Schule. Hast du mich da verstanden? Okay, Dad, machen wir auf jeden Fall. Dann, wir sehen uns unten. Ja, ich mach ja schon. Oh Mann, ich habe heute wieder Schule, aber ich habe gar keine Lust. Ey, habe ich meine ganzen Sachen schon gepackt? Meine Tasche ist auf jeden Fall gepackt. Ich habe meine ganzen Schulsachen vorbereitet. Oh Mann, ich habe gar keine Lust aber heute eigentlich auf Schule. Ach, egal, ich gehe mal direkt. Es sind jetzt mittlerweile 3 Jahre vergangen, nachdem das Ereignis war, wo die ganzen Leute alles vergessen haben und ich der Einzige war, der sich noch daran erinnern konnte. Egal, guten Morgen, Luisa. Ja, guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Ja, klar, Oh, mein Freund, ich möchte unbedingt nochmal sie darauf ansprechen, was damals vor 3 Jahren passiert ist. Luisa, schau mal, du weißt ja noch damals vor 3 Jahren, richtig? Ja, was ist denn? Du weißt es echt nicht mehr. Wir sind da in diesem komischen Krankenhaus da aufgewacht und du weißt echt nicht mehr, was passiert ist davor. Nein. Mit dem bösen Horrorengel und Dad ist gestorben und du warst böse, weißt davon wirklich gar nichts mehr. Kann es sein, dass du es einfach nur geträumt hast? Ja, das kann natürlich sein, Mann. Ey, Freunde, habe ich das echt geträumt, Mann? Ich weiß es doch gar nicht, Mann. Luisa, hör zu, Mann. Ich habe es wirklich nicht geträumt. Es ist damals wirklich passiert. Du siehst selber, ich habe mich ein bisschen über die Zeit verändert. Und ich habe viel darüber nachgedacht. Und es ist wirklich damals passiert. Es war genau so. Hä? Nein, das kann gar nicht sein. Was geht, Oxy? Guten Morgen, Mann. Guten Morgen, Geschwister. Guten Morgen, Kevin. Was geht ab, Bro? Ich frage ihn mal. Kevin, du weißt doch noch, was damals vor 3 Jahren passiert ist, oder nicht? Bruder, was willst du von mir, Mann? Schon seit 3 Jahren nervst du mich damit, Junge. Jeden Tag sagst du, was ist da passiert, Kevin, was ist da passiert? Ich hab dir tausendmal gesagt, wirklich so, Mann. Ich hab keine Ahnung, Mann. Ich hab keine Ahnung, was da passiert ist. Du, ja, okay, ganz ruhig, Mann. Lass uns runter frühstücken gehen, ja? Wir haben heute einfach den ersten Tag Schule und... Ja, Bro, ich freu mich schon richtig. Ja, ich freu mich auch schon voll, Mann. Ja, Dad? Kommt ihr auch mal, wer hat es da? Es kriegt jetzt lecker aus dem Brötchen. Och Mann, Dad, wir sind doch gar keine Kinder mehr. Das hättest du uns vor 3 Jahren erzählen können. Uns interessiert das nicht, wer das leckerste Brötchen bekommt. Ach, egal, lass uns frühstücken gehen. Hast du schon alles vorbereitet, Dad? Kommt ihr jetzt auch mal? Ja, Dad, wir kommen ja schon, Mann. Komm, lass uns ein bisschen beilen, Mann. Oh, Dad, oh, was hast du denn alles vorbereitet? Ein großes Brot. Boah, sieht echt lecker aus, Mann. Ja, du musst euch bei eurer Mutter bedanken. Wo ist denn Mom? Mom, danke fürs leckere Essen. Bitteschön, meine Kinder. Ich hoffe, es schmeckt euch. Auf jeden Fall wird es uns schmecken, Mom. Okay, dann haut mal rein, Geschwister. Kevin, kannst du mir die Marmelade geben, Bro? Ja, Bro. Danke, Kevin. Kinder? Ja, Dad? Letztes Jahr waren eure Noten nicht so super. Ich hoffe, das ändert sich dieses Jahr. Ja, natürlich ändert sich das. Ja, oh, der Bus kommt schon. Wir müssen uns beiden... Okay, Dad, wir fahren dann jetzt direkt zur Schule, ne? Tschüss, Mom. Ja. Tschüss, Dad. Liebe euch. Okay, komm mit. Tschüss. Tschüss, Kinder. Ach, die Kinder werden so schnell erwachsen. Ja, du hast recht, mein Schatz. Ja, du, vor ein paar Jahren hat der Orksi noch irgend so ein Blödsinn geredet, dass ich gestorben bin. Oder? Und jetzt geht er schon auf die Highschool. Das ist schon krass. Kinder und ihre Fantasie. Ja. Endlich sind wir da. Die Fahrt war ganz schön lang. Ey, Mann, du drin hat so gestunken. Oxy, kommst du? Ja, ich komme natürlich. Oh Mann, war das eine lange Fahrt im Bus. Lass uns schon mal in die Klasse gehen, Geschwister. Kommt mit, wir gehen direkt los.
Oh Mann, ey, ich freue mich voll auf die Klasse heute, aber Kevin, denkst du, wir haben neue Schüler bekommen, Bro? Neue Schüler? Nein, niemals. Unsere Schule kriegt nie neue Schüler. Unsere Schule ist so langweilig, keiner will dorthin. Ja, das glaube ich auch nämlich. Egal, dann lass schnell hingehen. Na los. Komm mit. Oh Mann, ey. Wartet mal, was ist hier bitte? Schau mal, was die hier aufgebaut haben. Was soll das bitte sein, Mann? Was haben die hier aufgebaut? Wisst ihr das? Weiß irgendjemand, dass der hier gerade zusieht? Keine Ahnung. Was ist das bitte? Kevin, hast du irgendeine Idee, Bro? Bro, das ist... Keine Ahnung, was es ist. Machen wir Party oder was? Ich weiß auch nicht. Egal, lass schnell in die Klasse gehen, Mann. Wir kommen doch sonst zu spät, ey. Herr Meier wird uns sowas von anschreien, Mann. Aber ich muss ehrlich sagen, die Schule hat sich echt verändert über die Sommerferien, oder nicht? Ich meine, hier war es doch letztens noch ein bisschen anders, ha? Egal. Na los. Wir kommen ja schon, Herr Meier, falls Sie uns hören. Seid ihr auch schon da? Perfekt. Habt ihr eure ganzen Sachen dabei? Rucksäcke, alles? Oh nein. Egal. Du kannst bei mir mit reinschauen, ja? Okay. Komm mit, wir gehen jetzt rein. Guten Morgen, Herr Meier. Oh Mann, der steht da schon. Ja, schönen guten Morgen, ne? Wo wart ihr denn, wenn ich fragen darf? 33 Sekunden zu spät. Der Bus hat sich verspätet. Ja, und warum sind dann die ganzen Schüler hier schon da und ihr noch nicht? Das weiß ich leider nicht, aber der Bus hat sich wirklich verspätet, Herr Meier. Ja, immer wieder neu ausreden, ne? Setzt euch bitte auf euer Platz. Alles klar, machen wir. Oh Mann. Ey, Lukas, du bist ja auch noch da. Was geht ab? Okay, ich setze mich hier hinten hin, ja? Perfekt. Beginnt der Unterricht jetzt? Ja. Genau, der Unterricht beginnt jetzt, ne? Setzt euch bitte hin. Heute fangen wir mit Deutsch an. Okay, ich bin fertig. So, meine lieben Schüler, das war jetzt der Deutschunterricht. Wir haben es jetzt endlich beendet. Wir haben jetzt Pause. Ihr könnt alle in die Pause gehen, wie Oxy schon mal am Anfang gesagt hat. Es ist richtig. Tu-Wörter sind Wörter, die man tut, ne? Sehr, sehr gut, Oxy. Super. So, ab in die Pause. Oh Mann, endlich haben wir Pause, Mann. Nein. Stopp. Setzt euch auf die Schnauze jetzt. So. Wir haben hier noch was zu bereden. Und zwar, heute Abend findet der Schulball statt und ich möchte, dass sich jeder von euch einen Partner aussucht, mit dem ihr dann, ja, quasi tanzt, ne? Also sucht euch auf jeden Fall fleißig einen Partner aus und wir sehen uns dann, ne? Ich werde auch mein Hüftbein schwingen, ja. Genau, wie gesagt, heute ist der Abschlussball und ja. Ja, okay, Herr Meier. Hast du es gerade gehört, Kevin, Mann? Heute ist einfach der Abschlussball. Was? Das hat also das Ganze da unten auf sich... Ey, ich werde direkt auf den Abschlussball gehen mit Eileen, Mann. Die ist so wunderschön und ich will heute mit ihr auf ein Date gehen. Ja, bist du dir sicher? Aber ein Abschlussball... Ich glaube, das war das, was da unten aufgebaut war, oder? Das kann bestimmt sein, Bro. Genau, deswegen wurde das Ganze aufgebaut. Ja, es kann echt sein. So, Schüler, ich möchte, dass ihr jetzt bitte aus meinem Klassenzimmer verschwindet. Machen wir, Herr Meier. Alles gut. Schönen Tag wünsche ich euch, ne? Ja, Herr Meier, Ihnen auch. Dann tschüss, ne? Ja, tschüss. Okay. Oh Mann, Kevin, mit wem soll ich denn bitte gehen, Bro? Ich weiß es gar nicht. Weißt du, mit wem ich gehe? Ich gehe mit Eileen, Mann. Die ist voll hübsch und ich will mit der ein Date haben. Bist du sicher, dass du mit Eileen gehen möchtest? Mit der da vorne? Genau mit der, Mann. Oh Mann, ich weiß aber nicht, mit wem ich gehen soll. Schau mal, wenn ich ehrlich bin, ich würde echt gern mit Luisa gehen, aber ich weiß halt nicht. Was redest du da, Mann? Sie hat einen Freund. Seit wann hat sie einen Freund, Bro? Sie hat gar keinen Freund. Hör auf, mir Angst zu machen. Du willst mich nur verarschen. Ja, okay, Bro, aber du sollst jetzt ehrlich mal aufhören, sie zu lieben, Mann. Ich meine, du bist ihr Bruder jetzt. Aber schau mal, wir hatten damals wirklich etwas. Das war genau so, Mann. Jetzt red mich nicht so voll, Mann. Jetzt lass mich in Ruhe. Ganz ehrlich, dann frage ich sie halt, Mann, ohne dich. Okay, komm schon. Ich werde das hinkriegen. Luisa, hi, was geht ab? Ja. Komm mal, möchtest du vielleicht mit mir heute aufs Date gehen? Also möchtest du vielleicht mein Date sein beim Abschlussball? Aber wir sind doch Geschwister. Schau mal, damals war das doch auch gar kein Problem. Und wir sind nicht wirklich Geschwister. Wir sind nicht mal Halbgeschwister sozusagen. Wir sind ja fast gar nichts eigentlich. Ich bin einfach nur bei euch in der Familie. Ja, aber wenn das unsere Eltern rausfinden würden, würden die das ganz bestimmt nicht toll finden. Hör zu, ich weiß, du glaubst mir das nicht. Aber damals hat irgendwie der böse Herrscherengel dafür gesorgt, dass ihr alles vergessen habt. Und dadurch ist das Ganze zustande gekommen. Wir waren eigentlich schon ein Paar. Was für ein Herrscherengel. Oxy, bitte hör auf, solche Geschichten auszudenken. Ich, Mann, wirklich, du hältst mich bestimmt für verrückt, oder? Ja, das ist komplett verrückt. Was? Ich verstehe nicht, an was du redest. Dann gehst du also nicht mit mir auf den Abschlussball? Nein, tut mir leid. Und mit wem gehst du dann? Hast du einen Freund? Nein, habe ich nicht. Ich weiß es noch nicht. Warte mal, sie liegt mich doch gerade an. Kevin meinte doch, sie hat einen Freund, ja, okay, dann tschüss, ne? Ja. Oh Mann, ey, was mache ich denn jetzt? Ey, ich mag sie doch so sehr. Hier ist das Kevin auch schon weg, Mann. Sag mal, Orks, ist eigentlich alles in Ordnung bei dir hier? Herr Meier, ja, natürlich ist alles in Ordnung. Wie kommen Sie denn darauf, dass etwas nicht stimmen sollte? Ja, sag mal, du wirkst heute so ein bisschen träge, ne? Und irgendwas hast du doch bestimmt, oder nicht? Nein, alles gut, Herr Meier. Ja gut, Orks, du weißt selber, die dritte und vierte fällt aus. Ihr könnt jetzt eigentlich schon nach Hause gehen, ne?
Warte mal, sieht das ernst, Herr Meier? Ja, genau, Kevin ist ja auch schon nach Hause gegangen. Ach, deswegen finde ich Kevin nicht. Ja, okay, dann gehe ich schon, ja? Tschüss, Herr Meier. Ja, schönes Wochenende dir. Warte, wir sehen uns doch später nochmal, oder nicht, Herr Meier? Ah, stimmt, beim Abschlussball will ich dich sehen. Nett, zieh dich ordentlich an, Oxy. Aber finden Sie mein Outfit so nicht gut? Doch, das ist eigentlich ganz gut. Besser als vor 3 Jahren auf jeden Fall. Ja, okay, dann tschüss, Herr Meier, ne? Tschüss. Okay, Mann, dann gehe ich jetzt schon mal. Ich glaube, sie kommt einfach nach. Oh Mann, ey, endlich zu Hause, ey. Wieso wird mich keiner verstehen, Mann? Ihr wisst es doch alle, Freunde. Ihr habt es doch damals genau gesehen. Es ist genau passiert, Mann. So ein böser Herrscherengel war da. Sie war böse. Kevin wurde fast getötet. Oh Mann, ich glaub's nicht, Mann. Warum glaubt mir denn keiner? Wieso kann mich keiner verstehen, Mann? Und ich liebe immer noch Luisa nach den ganzen Jahren, aber sie will mich einfach nicht mehr. Es ist so viel passiert und sie will mich einfach nicht. Egal. Wieso passt mein Schlüssel denn nicht? Jetzt bin ich noch draußen eingesperrt, Mann. Und noch schlimmer könnte es ja nicht werden. Oh Mann, ey, jetzt regnet es auch noch, oder wie? Mann, warum regnet es denn jetzt so sehr? Das macht doch gar keinen Sinn, Mann. Es war gerade noch so schönes Wetter. Oh Mann, das ist wieder der Mai, ne? Der Mai macht, was er will. Genauso wie der April, ey. Das kann doch nicht sein, ey. Dad, bitte mach die Tür auf, Mann. Irgendjemand, hallo, hört mich irgendjemand? Oh, ich werde gleich ganz nass. Dad, wir müssen schnell rein, Mann. Es regnet in Strömen. Komm, komm, komm. Komm rein, du bist ja pitchnass. Ja, Dad, ich bin gerade von der Schule gekommen. Ich habe meinen Schlüssel verloren oder so. Dein Schlüssel verloren? Boxy, wo warst du denn die ganze Zeit? Deine ganzen Geschwister haben sich schon umgezogen, haben sich bereit gemacht und du bist gerade eben erst nach Hause gekommen. Ja, ich weiß, Dad, was soll ich denn bitte machen? Oh, da sind die ja schon. Okay, Kevin, wie siehst du denn bitte aus, Mann? Ja, Bro, ich muss mich richtig schön machen, Digga, für Eileen, Mann. Du weißt ganz genau, ich will die klären heute. Oh, Mann, ich war den ganzen Tag draußen, Bro, und jetzt bin ich erst gekommen. Ich habe den Abschlussball eigentlich voll vergessen, Mann, wenn ich ehrlich bin. Was mache ich denn jetzt? Boxy, sei nicht so traurig. Aber ich habe gar kein Date für den Abschlussball. Wollen wir nicht echt vielleicht lieber zusammengehen? Nein, 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 Oxy, ich gehe mit meinem Freund. Mit deinem Freund? Wie, du hast einen Freund? Dad, sie hat einen Freund, hast du gerade gehört, Mann? Meinst du das gerade ernst? Ein Freund? Das ist ja super. Bald bin ich Opa. Das ist ja wundervoll, mein Schatz. Nein, das ist überhaupt nicht gut, Mann. Ich danke euch, wirklich. Er ist einfach perfekt. Er sieht auch so gut aus. Ich werde ihn euch bald vorstellen. Jetzt wollte ich mal hoffen, ne? Das ist nicht ihr Ernst, Mann. Meine Kinder, jetzt gehen wir zu dem Abschlussball. Folgt mir, ich fahre euch. Ja, okay, Dad. Tschüss, Mom, ne? Dann gehen wir schon mal. Oh Mann, es regnet. Doch, Dad, sind wir endlich mal bald da. Oder vorne ist ja schon die Schule, perfekt. Ja, also hier, jetzt sind wir da. Ich wünsche euch dann noch viel Spaß und ja. Ja, danke schön, Dad. Dir auch noch viel Spaß. Fährst du dann wieder nach Hause zu Mom? Oh Mann, ich muss doch schnell mein Parfüm nehmen. Okay, perfekt. Raus jetzt, Kevin! Ja, ja. Okay, Dad, also, dann. Ich geh wieder zu eurer Mutter. Ciao, ja, ciao. Tschüss, Dad. Ciao. Oh Mann, oh Mann. Okay, okay. Alter, ey, wie sieht bitte die Schule aus, Mann? Ja, das sieht voll krass aus, Mann. Komm, lass uns reingehen, oder? Schnell, los. Ja. Oh Mann, ich freue mich voll, aber ich habe gar kein Date. Du gehst mit Eileen, richtig? Ja, Mann, ich habe jetzt ein Date. Ich bin Alter, so froh, was haben Mann. Die hier bitte gemacht, oh Mann? Gott. Oh, das ist auch voll die laute Musik schon, ne? Ey, krass, was Mann. Geht ab, Mann, Luisa? Warte mal. Den kenne ich doch irgendwoher, Mann. Luisa, du kannst mir nicht sagen, dass das dein Date ist. Ja, natürlich. Was für Date? Das ist meine Freundin. Und von den 5 Freundinnen ist sie auf jeden Fall die schlimmste. Am Ende zählt es eh nur, dass ich von ihr das eine habe. Ey, was hat der da gerade gesagt? Du kommst sofort ich hab mit. Das mitgehört. Wie, ich komm sofort mit, Mann. Willst du Stress oder was? Willst du Stress oder was? Das kann, das lass ich nicht zu, Mann. Ey, wie, das ist meine Schuld, Mann. Das ist deine Schuld. Das ist, wie, was laberst du? Ihre Arme? Hilfe. Ich werde dich nicht sterben lassen. Ich werde dich verhungern lassen. Was macht ihr denn hier? Oh. Das kann doch nicht sein. Bitte. Ich bereue es wirklich. Was für Date? Das ist meine Freundin. Warte, du bist der Freund? Ja, klar bin ich der Freund. Nicht wahr, Schatz? Ja, stimmt. Ja, siehst du, was willst du überhaupt hier? Hä, wie kann das sein, Mann? Du bist doch derjenige, der damals uns mit der Waffe bedroht hat, oder nicht, Mann? Hä? Warte mal. Was redest du? Wer bist du überhaupt? Ich kenne dich doch gar nicht. Oh Mann, du kennst mich, du weißt... Oh Mann, Freunde, er hat vielleicht auch alles vergessen, Mann. Oh nein, das heißt, sie ist wieder mit ihm zusammen. Ihr wisst doch noch, was er alles Schlimmes gemacht hat. Hört zu, Mann. Du bist kein guter Mensch, Mann. Ich weiß genau, was du am Laufen hast. Komm mal bitte mit. Ey, Schatz, ich komm gleich wieder, okay? Okay. Komm mal bitte mit, Mann. Ich weiß genau, was du am Laufen hast, Mann. Du willst meine Stiefschwester nur ausnutzen. Wie ausnutzen? Ich weiß wirklich gar nichts. Was redest du überhaupt die ganze Zeit? Und Waffe, du unterstellst mir was. Ich gehe gleich zur Direktorin. Hey, ganz ruhig, Mann, ganz ruhig. Hast du nicht damals mit einer Waffe auf mich gezielt? Kannst du dich echt daran nicht mehr erinnern? Mit einer Waffe? Nein, ich habe nicht mit einer Waffe auf dich gezielt. Auf jeden Fall nicht. Wer bist du überhaupt? Hör auf damit. Du unterstellst mir irgendwas. Kann es sein, dass du irgendwelche Vorstellungen hast? Ey, warte mal. Ich soll Vorstellungen haben. Ich weiß genau, was du am Laufen hast, Mann. Du hast mit 5 anderen Mädchen und sowas
bist du zusammen. Und ich weiß genau, wie eklig du bist. Mann, zeig mir dein Handy. Na los, zeig mir dein Handy. Mein Handy? Nein, das kriegst du nicht. Du kannst mir sowas nicht unterstellen. Mit so einem wie dich gebe ich mich nicht ab. Kannst du vergessen. Ciao. Ey, das ist doch nicht sein Ernst, Mann, ganz ehrlich. Na los, ich muss unbedingt zu Kevin, Freund. Ihr wisst doch noch selber, was passiert ist. Ey, Kevin. Kevin, hörst du mich? Hallo? Oh Mann, der tanzt da, Mann. Ey, Kevin. Kevin, komm mal bitte mit. Yo, Bro, ich bin gerade am Dancen. Was willst du, yo? Ey, Kevin, bitte komm doch mal ganz kurz her, Bro. Ich muss unbedingt mit dir reden, Mann. Hör zu, Mann. Bitte, Kevin. Oh, Mann. Ja, ja, da muss ich ihn halt zerren. Komm mit. Ja, was ist denn los, Mann? Hör zu, Mann. Schau mal, dieser Semlack, Mann, der klärt unsere Stiefschwester weg, Bro. Oh, Bro, schau mal, das vorne ist der DJ. Wie cool, DJ? Mann. Nein, Bro, du verstehst mich nicht, Mann. Du verstehst mich nicht. Hör zu, Mann, hör zu. Das ist überhaupt nicht gut, Mann. Er hat 5 andere Freundinnen. Ich weiß ganz sicher. Ey, Bro, was redest du da? Was für? Hast du irgendwelche Beweise oder so? Und überhaupt? Ey, Bro, was unterstellst du dem Typen da? Der ist voll glücklich mit dir. Und nicht, dass das schon wieder deine Geschichten sind, die vor 3 Jahren passiert sind. Irgendwann nein, mal. Nein, wirklich, Kevin, Mann. Das war vor 3 Jahren, Mann. Er hat uns beide mit einer Waffe... Oh nein, Bro, sei einfach bitte leise, Mann. Hab Spaß, Mann, aber Kevin, bitte, Mann, er hat uns damals mit einer Waffe bedroht. Warum kannst du dich da bitte nicht mehr dran erinnern, Bro? Er hat uns mit einer Waffe bedroht und er wollte uns abknallen. Wie, du sagst, er hat eine Waffe, oder wie? Ja, er hat eine Waffe dabei. Ey, du redest so einen Müll, Mann. Die kann man nichts mehr glauben. Egal, was du sagst, immer hat es irgendwas mit dieser komischen Geschichte zu tun. Das nervt mich, Mann. Warum bist du nicht wieder der Alte, Mann, endlich? Das nervt ehrlich, Mann. Jetzt lass bitte, mich Kevin, nur. Mann, warum bist du jetzt auf mich so... Ey, das kann doch nicht sein, Mann. Und jetzt, der Eklige macht irgendwas mit meiner Stiefschwester, Mann. Oh, Mann, was soll ich denn tun, Freund? Ich habe gar keine Idee mehr. Mann, egal, vielleicht hilft jetzt ein Burger. Oh, Mann, ey, ich bin so traurig, Mann. Das kann doch nicht sein, Mann. Egal, die... Hey. Ja, was ist los? Warum bist du traurig? Es ist schon alles gut, Mann. Ich esse einfach meinen Burger weiter, ja? Alles gut. Ey, nein, komm, sag schon, was los ist. Ja, okay, hör zu, Mann. Kennst du das, wenn du irgendetwas hast und keiner dir einfach glaubt? Kein Mensch glaubt dir, obwohl du die Wahrheit sprichst? Ja, das kenne ich. Ja, und bei mir ist es halt so, dass keiner mir glaubt, weißt du? Nicht ein einziger glaubt mir, obwohl ich immer die Wahrheit gesagt habe. Worum geht's denn und so? Ja, schau mal, es geht halt... Och, Mann, ich kann's dir doch nicht sagen, man sieht mich auch wie ein Psycho abstempeln. Ach, egal, passt schon. Ja, alles gut. Ich esse hier weiter, Mann. Alles gut. Ey, komm schon, sag schon. Ja, okay, aber du wirst mich nicht für dumm abstempeln, ja? Nein, werde ich schon nicht. Keine Sorge. Okay, hör zu, Mann. Vor 3 Jahren ist das Ganze passiert, Mann. Ist etwas komplett Komisches passiert. Da war so ein komischer Herrschertyp und den musste ich dann irgendwie umbringen. Und danach ist irgendwie alles richtig komisch gewesen. Und da konnte sich niemand mehr an das erinnern, was damals passiert ist, weißt du? Jetzt hältst du mich bestimmt auch für dumm, oder? Nein, wirklich nicht. Du kennst ja Luisa, ne? Ja, klar, das ist meine beste Freundin. Ja, und ich war halt früher mit der zusammen, Mann. Hä, Oxy, was redest du? Das kann doch nicht sein. Du warst mit deiner Stiefschwester zusammen? Ja, das geht doch voll. Ich meine, wir sind nicht mal in derselben Familie, weißt du? Ich lebe einfach nur bei ihr, weil ich war ja ein Waisenkind. Wie, du warst ein Waisenkind? Hä? Ey, Oxy, Mann! Kevin, ich rede gerade mit Dings da. Nein, du kommst jetzt mit, Mann! Und sind, bist du etwa betrunken? Tanz machen wir Ententanz! Du weißt nicht, schau mal, Aura, wir haben so einen Tanz, der heißt Ententanz! Den mache ich immer mit Oxy zusammen, wenn wir... Nein, Bro, ich rede doch nicht darüber, Mann. Warte, was ja. Meinst du über meine Eltern? Ja, alles gut, komm einfach gleich wieder. Ja, okay, was ist denn los, Kevin, Mann? Warum bist du jetzt schon wieder angetrunken? Was hast du bitte gemacht? Jo, ich habe diesen Kuchen gegessen, aber da war irgendwie Alkohol drin. Wie, da war Alkohol drin? Ist das dein Ernst, Mann? Mann, die haben uns alle betrunken gemacht. Ey, Mann. Oh Mann, das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Elin, was hast du bitte mit ihm gemacht, Mann? Was labert er denn bitte? Oh Mann, er ist komplett angetrunken. Ich habe gar nichts gemacht. Das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Ich war das nicht, Mann. Das war dieser Lukas, dieser Junkie. Oh Mann, nicht dieser Lukas, ey. Oh Mann. Okay, Kevin, hör zu, wenn das Lehrer ausfindet, dann kriegen wir so Ärger. Komm, wir gehen auf die Toilette, ja? Wenn komm du mit, willst, Kevin. Du kannst auch. Alles gut. Nein, wir kommen. Komm mit, Bro, komm mit. Okay, ey, ich komm mit, Mann. Oh Mann, das ist voll eklig, Mann, Kevin. Och Mann, wie viel hast du denn bitte getrunken, Bro? Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht so viel trinken. Oh Mann, ist das eklig, Mann. Oxy, Mann. Bruder. Kevin, wie viel hast du bitte getrunken, Bro? Ich Alkohol ist doch gar nicht erlaubt, Mann. Warte mal, ich muss noch kurz auf Toilette, Mann. Oh Mann, du bist so eklig, Kevin. Nein, nicht ins Waschbecken. Oh Mann, er ist so eklig, Mann. Ich versteh's nicht. So, Kinder, ich komme rein. Der Lehrer kommt. Hallo, Herr Meier. Ich denke mir ganz, ich glaube, ich kriege echt, ne? Ich glaube, ich kriege so einen Hals. Oxy, ich hab's dir 5-mal gesagt oder so. Ich rieche mir. Ja, ich rieche dir. Egal, auf jeden Fall. Ihr geht sofort hier raus. Ich mag euch nie wiedersehen. Nie wieder. Ja, hören Sie zu, Herr Meier. Das waren wir echt nicht, Mann. Das tut mir echt leid, Mann. Ich glaube, da, dieser eine Lukas, ne, der hat sich da, glaube ich, übergeben, Mann. Deswegen ist sie riecht da ein bisschen komisch. Ja,
ich sag mal so, ey, Roxy, ich sag mal so, ne? Als ich du war, ne? Guck mal, wie ich angezogen bin. Wie im Faschingsball. Ich hab mich angemalt. Ja, Sie sehen ganz toll aus, Herr Meier. Ja, ja, und dann komme ich hier ran und sehe so einen Chat, ne? Raus, ja, jetzt. Es tut mir so viel leid. Ja, wir gehen raus. Tschüss, tschüss, Herr Meier. Oh Mann, Kevin, Bro, das war ganz schön knapp. Mann, wusstest du, dass in dem Kuchen irgendwas Komisches drin ist? Sei ehrlich, bitte. Du musst es mir ehrlich sagen. Mann, mir geht's schon wieder ein bisschen besser, weil ich gekotzt habe und alles raus ist. Aber dieser Lukas, Mann, der hat mir das alles reingeschmuggelt. Ich wusste nichts davon. Oh, hör zu, du musst echt aufpassen, Mann. Die Welt ist teilweise echt böse. Komm mit, wir gehen. Oh Mann, Freund, ich würde ihn echt gerne nochmal auf das Thema von vor 3 Jahren ansprechen. Aber dann wird er mich bestimmt wieder für dumm abstempeln. Egal, ich versuch's einfach. Kevin, hör zu, wir müssen echt jetzt mal reden, Bro. Wir müssen bitte reden. Bitte nimm mich ernst. Nein. Was meinst du? Was meinst du? Du willst wieder darüber reden, was vor 3 Jahren passiert ist. Genau. Habe ich recht? Ja, du hast recht, Mann. Vor 3 Jahren, Bro. Bitte hör mir zu. Einmal. Okay, bitte. Okay. Kevin, ich bitte dich, Mann. Kannst du dich echt nicht mehr daran erinnern? Mann, wir beide haben diesen einen Typen verfolgt, weil er hatte eine Waffe und der hat uns damit bedroht. Und ich war mit deiner Schwester zusammen. Du warst erst total sauer auf mich, aber dann meintest du, es ist vollkommen in Ordnung. Und dann war das Ganze so, dass dieser eine komische Freund von ihr, den sie jetzt erst komischerweise kennengelernt hat, obwohl sie ihn schon vor 3 Jahren kannte, irgendwie mit ihr zusammen runter, war. Komm runter. Ja, Kevin, kannst du dich daran erinnern? Ich kann mich an was erinnern, Mann. Sag mal, ja, genau, an den Freund. Ja, der echt? Eine Waffe. Genau. Und deswegen müssen wir es unbedingt aufhalten. Du kannst dich echt erinnern, Bro? Ja, ein bisschen schon, Mann. Oh Mann, ich glaube, ich erinnere mich immer mehr. Endlich, Mann. Endlich. Er kann sich endlich erinnern, Mann. Ja, genau, Mann. Spaß, Bro. Wie Spaß? Was redest du da, Mann? Ich glaube dir kein Wort. Jetzt komm mit. Och, Mann, das kann doch nicht sein, ey. Egal, ich muss nochmal bei Luisa probieren, Mann. Sie muss mir einfach glauben. Na los. Oh Mann, endlich wieder zurück auf der Party und die Musik ist total laut. Okay, hör zu, Oxy, da vorne steht Luisa. Du wirst jetzt einfach ansprechen, ja? Du kriegst das komplett hin. Luisa, ich muss mal kurz mit dir reden. Könnt ihr vielleicht mal kurz aufhören zu tanzen, Mädels? Ich müsste mal kurz mit dir reden. Ja, okay, ich lasse euch dann mal alleine. Perfekt, danke schön. Okay, hör zu, Luisa, Mann. Es ist damals wirklich etwas total Krasses passiert. Und zwar, wir beide waren ein Paar, weißt du nicht mehr? Nein, Oxy, was laberst du? Wir sind doch Geschwister. Nein, ich rede wirklich keinen Quatsch, Mann. Wir waren damals ein Paar und dein Ex-Freund, du weißt doch noch, ich habe ihn komplett exposed und so, weißt du nicht mehr? Bitte. Luisa, du musst dich doch unbedingt daran erinnern. Ja, aber ich kann mich an nichts erinnern. Von was redest du, hä? Doch, es stimmt wirklich, Mann. Es stimmt zu 100%, Mann. Es muss einfach Ey, was machst du denn schon wieder bei meiner Freundin? Lass uns doch einfach in Ruhe. Ey, wie bei deiner Freundin, ganz ehrlich. Ich weiß genau, was du machst, Mann. Du bist mit 5 Mädchen oder sowas. Sorry, ich kann mich wirklich an nichts erinnern. Ich weiß sogar nicht, was du willst. Also lass mich bitte einfach in Ruhe. Und vielleicht täusche ich mich auch. Und er ist eigentlich voll ein lieber Junge in diesem komischen Universum. Oder ich weiß auch nicht, vielleicht bist du... Ist ja gar nicht mehr so schlimm. So, was willst du denn jetzt? Ja, okay, komm mit, ich erzähl's dir, ja? Was erzählst du mir? Ja, pass mal auf, Mann. Damals warst du so ein richtig komischer Mann. Du hast mich und meinen besten Freund Kevin mit einer Waffe bedroht. Und du hattest damals irgendwie 5 Freundinnen oder so. Es war komplett verrückt, Mann. Ich weiß es auch nicht. Weißt du, wie ich meine, Mann? Das kann gar nicht sein. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Vielleicht hast du irgendwelche Vorstellungen oder sowas. Geh mal zum Psychologen oder so. Aber ich hab ja nicht mal eine Waffe. Hörst du, Mann, das waren echt keine Vorstellungen, Mann. So langsam komme ich mir selber verrückt vor. Ich meine, du hast uns damals mit einer Waffe bedroht und du hattest 5 Freundinnen, Mann. 5 Freundinnen. Und du hast Luisa nur ausgenutzt, aber... 5 Freundinnen? Nein, das würde ich niemals tun. Kann sich Kevin daran überhaupt erinnern? Nein, daran kann sich keiner mehr erinnern, außer ich. Aber ich weiß doch ganz genau, Mann. Aber vielleicht bist du jetzt einfach lieb geworden. Das kann ja auch sein, oder? Lieb geworden? Ich war schon immer lieb. Was redest du denn da? Ja, das glaube ich nämlich auch. Vielleicht habe ich dich einfach total falsch eingeschätzt und du bist ja doch ganz nett oder so. Vielleicht habe ich mir echt neu eingebildet. Genau so ist das. Du hast mich falsch eingeschätzt. Obwohl, nicht falsch eingeschätzt, sogar vorgestellt, weil du hast mich ja gesehen mit einer Waffe, aber ich habe gar keine Waffe. Ja, stimmt schon. Komm, lass wieder reingehen, oder? Ist, glaube ich, echt besser, ja, Mann. Ja, stimmt. Warte mal, ich muss noch was in die Mülltonne werfen. Ich habe noch so ein Papierknödel. Kommst du mit? Ja, okay, ich komme ganz kurz mit. Schau mal, ich möchte jetzt auch wirklich gar keinen Streit mit dir oder so. Du bist eigentlich echt nett so, deswegen tut's mir echt leid. Ach, Roxy, jetzt hab ich dich. Wie, was meinst du, Mann? Ist das gerade dein Ernst? Ja, klar ist das mein Ernst. Die Hände jetzt hoch. Ach, ganz ruhig, Mann, ganz ruhig. Was hast du mit mir vor? Wie, was will ich machen? Du weißt genau, was ich machen will. Ich will mich an dir und an deinem komischen Freund rächen. Ich weiß genau, was ihr mir angetan habt. Ihr habt mir meine Liebe weggenommen, meine Freundin. Hör zu, ganz ruhig, Mann, wir können darüber reden. Jetzt wird sie mir gehören.
Junge, ich bin so am Updancen, yeah! Yeah! Oh! Oh, oh, Mann! Ey, wo ist eigentlich meine Freundin? Und warte mal, wo ist eigentlich Orksi? Mein Bruderherz! Der wollte doch mit mir den ganzen Abend verbringen! Und, warte mal, der ist nicht jetzt schon wieder auf Toilette? Bestimmt hat der sich auch voll gesoffen wie ich, Mann! Ey, Schwesterherz, weißt du, wo Orksi ist? Ja, nein, wer soll ich denn das wissen? Ja, okay. Weißt vielleicht deine Freundin, wo Orksi ist? Nein, ich weiß nicht, wo Orksi ist. Okay, Mann. Ey, Marshmallow. Ey, Mann, was willst du von mir? Ich bin da voll am Abdancen, Digga. Ey, bist du nicht Ben? Was für Ben, Mann? Ey, du bist Ali, ey. Voll das coole Kostüm, Mann. Hab ich gar nicht wiedererkannt. Ey, Bro. Weißt du vielleicht zufälligerweise, wo Orksi steckt, Mann? Nö, aber ich kann dir Shakes oder... Was für Shakes, Mann? Ich hab mich schon voll getrunken. Geh mal weg, Mann. Ey, Freunde, ehrlich, wo ist Orksi? Der, glaube ich, weiß auch nicht, wo Orksi ist. Ey, du da! Weißt du, wo Orksi ist? Ja, Bruder, was los? Ey, wupp, wupp, wupp. Bruder, sag doch, wo Orksi ist, Digga. Was für wupp, wupp? Bruder, ich weiß nicht, wo Orksi ist. Ich bin from Russland, ey. Okay, ey, dann schau ich mal nach. Ey, der ist bestimmt auf Klo gegangen, Mann. Ich muss unbedingt vorbeischauen. Ey, Mann, ich muss ihn wirklich finden, weil wenn ich ihn nicht finde, dann sind meine Eltern richtig sauer auf mich. Und außerdem wollte er doch die ganze Zeit... Warte mal, das vorne ist Semlak, das ist doch der Freund von meiner Schwester. Ey, Bro, was geht, Mann? Dir kann ich doch vertrauen. Hallo. Ach so, ja, was ist denn los? Ey, Mann, du weißt doch bestimmt, wo Orksi ist, oder? Du bist doch gerade von draußen gekommen. Oh, Mann, ich weiß selber nicht ganz genau, wo Orksi ist. Du meinst Orksi? Ja. Ach so, nee, das weiß ich auf keinen Fall. Wo kann der Typ denn nur stecken? Ach so, er hat mir gesagt, er geht nach Hause. Nach Hause? Warum geht der denn nach Hause, Mann? Wir wollten zusammen tanzen, yo. Ja, du weißt ja, der hat manchmal Bodenschiss. Der hat ein bisschen Dünnschiss gehabt. Dünnschiss gehabt? Ey, warte mal, aber hast du auch von diesen komischen Geschichten von ihm gehört? Er hat irgendwie erzählt, dass du ihn mal entführt hast früher und geschlagen hast und eingesperrt hast. Voll der komische so, Mann. Nein, das ist gar nichts. Ich habe ihn noch nie geschlagen oder sowas. Das bildet er sich doch nur ein, das weißt du doch, oder? Ja, Mann. Und vor allem, er hat irgendwie gesagt, dass er mit meiner Schwester zusammen war. Also mit seiner Schwester. Voll der komische Mann manchmal. Aber ja, egal, bist du dir wirklich sicher, dass... Ja, das klar, ich bin mir zu 100% sicher, aber ich gehe jetzt auch wieder auf die Party. Ich habe richtig Lust, du auch? Ja, ich auch, Mann. Ja, okay. Ich schaue mich noch kurz um, vielleicht ist Orksi dort irgendwo. Ja, mach das. Oh Mann, das war richtig knapp. Der blöde Kevin, der kommt mir irgendwann noch auf die Schliche. Und da guckt er, okay, ich muss unbedingt weggucken. Dann fällt ihm auf jeden Fall nichts auf. Und ja, jetzt habe ich endlich Orksis Stiefschwester für mich ganz alleine. Und sie wird jetzt mir ganz allein gehören. Und natürlich auch noch die 5 anderen. Das ist jetzt auch egal, ich gehe mal zu ihr. Das ist so cool. Ja, aber ich muss ehrlich aufpassen, dass er mir nicht auf die Schliche kommt. Ey, Mann, jetzt lass mich endlich los, ey. Aua. Ah. Ey, was ist mit dir, Mann? Was machst du mit mir? Wo sind wir hier, ey? Wo hast du mich hingebracht? Mach, was ich sag, sonst verpasse ich dir noch eine. Ey, und wenn ganz das nicht ruhig, reicht, Mann. Dann muss ich meine Waffe rausholen. Ey, ganz ruhig, Mann. Soll ich hier reingehen oder was? Was möchtest du von mir? Was habe ich dir angetan? Na, du gehst hier rein und so ein Vollidiot, Mann. Du hast doch nicht wirklich gedacht, dass ich alles vergessen hab. Ey, hör mir zu. Hör mir zu, Mann. Wie ist das passiert, Mann? Ich habe damals diesen einen Typen getötet und auf einmal wird eine neue Welt gekommen oder so. Die haben alles vergessen. Warum du nicht, hä? Warum hast du nichts vergessen? Das kann ich dir leider nicht sagen. Obwohl, was heißt leider? Du wirst jetzt hier eingeschlossen. Hey, warte. Hör mir zu, Mann. Was hast du vor, Mann? Was ist dein Plan, ey? Du hast 5 Freundinnen. Du bist der gleiche wie früher, Mann. Ich dachte, du hast dich verändert, aber Menschen verändern sich nicht, Mann. Weißt du, was mein Plan ist? Deine Schwester. Ich will sie für mich ganz allein haben. Und dann noch die anderen Freundinnen. Ey, das wird nie im Leben klappen, Mann. Du weißt selber, dass ich sie mehr liebe. Und ich weiß genau, dass sie mich eigentlich auch liebt. Junge, das ist mir wirklich komplett egal, weil ich lieb sie nicht. Ich werde sie nur benutzen für das eine. Warte mal. Du liebst sie gar nicht, Mann. Du bist so ein Ekelhafter, ne? Ey, ich... Oh Mann, ich würde dir so gerne eine reinhauen, Mann. Komm her. Oh Mann, du wolltest mich nicht gerade eben wirklich schlagen. Nee, ganz ruhig, Mann. Okay, ganz ruhig, Mann. Nimm die Waffe runter, aber erklär mir wenigstens genau, was passiert ist, Mann. Wie konnte das sein, ey? Wie kann das sein, Mann? Sind wir überhaupt noch im richtigen Universum? Warte, warum das passiert ist? Hast du dich nicht gewundert, warum du der Einzige bist, der sich verändert hat? Das stimmt doch gar nicht. Kevin hat sich doch auch verändert. Okay, Luisa nicht wirklich, aber Kevin ist auf jeden Fall auch ein bisschen breiter und größer geworden. Kevin, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Dem musste ich alles aus dem Kopf schlagen, damit er sich... Warte mal. Also Kevin konnte sich normalerweise auch noch erinnern und du hast ihm einfach aus dem Kopf geschlagen? Ja, klar hat er das, aber ich musste es so rüberbringen, als ob du hier der Psychologe wärst. Ey, aber das macht keinen Sinn, Mann. Er hat direkt an dem Tag, wo das passiert ist, konnte er sich nicht mal erinnern. Willst du mir damit sagen, seine Erinnerungen sind zurückgekommen und du hast ihm wieder alles aus dem Kopf geschlagen? Ja, klar habe ich das. Und deine Eltern werden dich außerdem ins Heim bald schicken. Oder eigentlich in die Psychiatrie. Die krank rüber. Hä, wie krank? Was meinst du, Mann? Ja, für alle anderen kommst du ja wie ein Psychopath rüber. Ich meine, deine Eltern denken bestimmt, du hast...
warst ein Knacks oder sowas. Ja, vor 3 Jahren ist irgendwas passiert. Nichts ist passiert. Außer ich weiß es ja und du weißt es. Aber ansonsten weiß es niemand. Und deswegen kommst du richtig krank rüber. Oh Mann, da hast du auf jeden Fall recht, Mann. Also war das alles Teil deines Plans, um mich von Luisa fernzuhalten und dich an mir und Kevin zu rächen? Ja klar war das mein Plan. Und mein Plan ist auch in Erfüllung gegangen. Und diesmal wirst du mir nicht in den Weg kommen. Ganz sicher nicht. Hör zu, Mann. Ich werd sowas von noch Rache nehmen, Mann. Ich werde mir Luisa zurückholen. Und Kevin, wirst du nichts antun. Hast du mich da verstanden? Das wirst du nie im Leben. Wir werden sehen, wie du hier vorankommst. Hier kommst du auf jeden Fall nie wieder raus. Und um Kevin werde ich mich auch noch kümmern. Der soll abwarten. Dem mache ich noch die Hölle heiß. Den bringe ich um. Hör zu, Mann, was hast du vor? Ey, sag mir sofort deinen genauen Plan, Mann. Ich werde dich sowas von aufhalten. Du wirst nichts davon in die Tatsache umleiten können. Das kannst du alles vergessen. Bis auf nie wiedersehen. Nein. Hör auf damit. Mach die Tür verschlossen, Mann. Oh Mann, die Tür geht nicht mehr auf. Freunde, was mache ich denn jetzt, ey? Oh Mann. Ich muss irgendwie Hilfe bekommen. Dann los durch die Fenster. Ich kann das nicht zulassen, was er mit Luisa machen möchte. Oder... Oh nein, was wird der Kevin antun? Er wird ihn wahrscheinlich töten. Okay, Freunde, ich muss irgendwie einen Weg hier rausfinden. Na los, ist hier irgendwo ein Schlüssel? Nein, hier. Mach die Tür sofort auf, Mann. Hallo. Oh Mann, ich muss hier irgendwie rauskommen, Freunde. Was mache ich denn jetzt, Mann? Ich habe eine Idee, Mann. Ich kann nichts machen. Ich muss einfach auf Kevin warten. Vermutlich sucht er mich schon. Er wird mich bestimmt retten, oder? Ja, Kevin, er wird mich retten. Er ist doch immer meine Rettung. Ey, Mann, Freunde, hoffentlich ist Oxy zu Hause, weil wenn er nicht zu Hause ist, dann kriege ich richtig Ärger von ihnen, von meinen Eltern. Ach, Kinder, seid ihr auch endlich mal da? Ja. Kinder, wo wart ihr denn? Ich habe mir richtig Sorgen gemacht. Auf der Schulparty, wie gesagt, Mann. Oxy ist doch zu Hause, oder, Papa? Oxy? Hä, ich dachte, der ist bei euch. Ich hab auch gedacht, der ist bei euch. Ach so, ja, jetzt fällt's mir wieder ein. Der ist auf Klo geblieben in der Schule. Der hat ein bisschen zu viel Kuchen gegessen, ein bisschen Dünnschiss und so. Genau. Aha. Und wann kommt er dann? Seid ihr euch ganz sicher? Ja, ey, Mann, Freunde, warum ist Oxy nicht zu Hause? Genau, der ist eigentlich noch in der Schule, aber der kommt gleich noch. Ja, das will ich mal hoffen, sonst muss ich leider die Polizei rufen. Nein. Ich mach mir echt langsam Sorgen, weil ihr ohne ihn gekommen seid. Nein, alles gut, Mama. Ja, okay, dann sind wir auch beruhigt. Ich glaube, dann gehen dein Vater und ich jetzt auch schlafen. Ja, gute Nacht. Okay, mach das. Gute Nacht. Dann gehe ich mit dir auch schlafen, sie übernachtet. Ja, mach das. Freunde, wie kann das sein, Mann? Ich sollte doch eigentlich mit Oxy zusammen tanzen und wir sollten doch aufeinander aufpassen. Wenn die erfahren, dass Oxy gar nicht da ist mehr, dann werden die ausrasten und mir 5 Tage Sturmarrest geben und meine Konsole wegnehmen und dann kann ich keine Videos mehr aufnehmen, Mann. Was soll ich denn jetzt machen? Und warte mal, Freunde. Wenn Oxy nicht hier ist, nicht in der Schule ist, wo ist er dann, Mann? Ich muss ihn unbedingt finden. Oh Mann, Freunde, dann muss ich jetzt Oxy finden. Oh Mann, es ist aber schon so dunkel. Was soll ich denn jetzt machen? Egal, ich muss dort durch. Ich muss dort durch, Mann. Komm hier über die Mülltonne. Oh, mein Kopf tut so weh, Mann. Oh nein. Ich bin immer noch in dem Hotelzimmer eingesperrt. Nein, das kann doch nicht sein, Mann. Ich dachte, ich wäre hier draußen, aber ich habe letzte Nacht Kevin angerufen, aber er ist einfach nicht rangegangen. Die Nummer war wahrscheinlich falsch. Oh Mann, was mache ich hier denn jetzt? Vielleicht ist die Tür jetzt offen. Hallo, hier muss mich doch irgendjemand langsam hören, Mann. Die Tür ist immer noch zu. Freunde, ich habe gar keine Ahnung, was ich hier machen soll, Mann. Ich bin hier einfach drin eingesperrt. Bitte Hilfe. Und wo bin ich hier überhaupt, Mann? Ach, endlich. Du bist noch immer am Leben? Ja, natürlich bin ich am Leben, Mann. Gib mir was zu essen, Mann. Gib mir was zu trinken. Mann, du kriegst gar nichts. Ich wollte, dass du verhungerst. Und du bist noch immer nicht am... Du bist noch immer nicht tot. Wie geht das denn? Hör zu, Mann. Ein Mensch kann mehrere Tage ohne Wasser aushalten und ohne Essen, glaube ich, sogar mehrere Wochen, Mann. Oh, Mann, das wusste ich nicht. Ich habe gedacht, du wärst schon tot. Ey, ganz ehrlich, lass mich hier raus, Mann. Ich will hier endlich raus. Nein, Mann, ich werde dich nicht rauslassen. Ich hole jetzt einen Hammer und erledige ich es so, damit ich dich hier nicht mehr ertragen muss. Was ist bitte mit dir, Mann? Willst du mich ernsthaft töten oder was? Oh Mann, du hast mich damals angeschossen mit deiner dummen Freundin. Mann, es tut mir leid, bitte tu mir nichts. Ich bereue es wirklich. Bitte. Tut dir leid, Mann. Sie wird jeden Moment hier sein und dann wirst du sehen. Wir werden dich verhaften und wir werden dich einsperren. Nein. Aber bitte tut mir nichts an, okay? Warte, da ist sie schon. Du hast ihn. Das hat's aber gut gemacht. Auf jeden Fall, das hat mir richtig weh und dafür werde ich heute Rache nehmen. Es stimmt also, vor 3 Jahren ist das alles passiert. Ich bin kein Psycho, Mann. Du wolltest mich nur so darstellen, Mann. Jeder dachte, ich wäre verrückt, aber du wusstest immer die Wahrheit und hast nie was dagegen gemacht. Ja klar wusste ich die Wahrheit. Ich wusste es von Anfang an und ich musste dich als Psycho abstempeln, weil anders geht es ja nicht. Und jetzt muss ich gleich meinen Hammer holen, um dich zu erledigen. Und deine Stiefschwester, sie wird mich lieben. Und natürlich meine anderen 5 Freundinnen. Auf jeden Fall.
jeden Fall wird sie mich lieben und nie wieder dir gehören. So eklig bist du, Mann. Sie wird dich niemals im Leben lieben. Sie denkt es nur, dass sie dich liebt, aber sie wird schon herausfinden, was für ein ekelhafter du bist. Und ich werde hier rauskommen, Mann. Du wirst hier nicht rauskommen. Ich werde es jetzt gleich zu Ende bringen. Und dann wirst du jetzt hier tot sein. Denn du gehst mir ehrlich gesagt richtig auf den Kragen hier. Die ganze Zeit überlebst du. Wie schaffst du das nur immer? Hör zu, Mann. Ich werde niemals sterben, Mann. Solange ich lebe, wird auch noch Luisa leben. Hast du mich da verstanden, Mann? Ja, das werden wir gleich sehen. Denn gleich wirst du nicht mehr leben. Du bist so ein Psychopath, Mann. Hör auf, die Tür zuzumachen. Komm, mach auf, Mann. Das ist doch nicht sein Ernst, Mann. Wieso habe ich es nicht geschafft, Mann? Jetzt gerade hätte ich die Chance. Wie soll ich hier denn bitte jetzt rauskommen, Mann? Irgendjemand muss mir doch helfen, Mann. Ey, Mann, seit 10 Stunden laufe ich durch den Wald, um endlich Orksi zu finden. Wo ist er hin, Mann? Wo ist er hin? Er hat doch gesagt, er kommt gleich nach und jetzt ist er auf einmal weg. Wo ist er denn bloß? Mann, ich suche ihn schon seit ein paar Tagen und ich habe ihn noch immer nicht gefunden. Dein GPS-Signal sagt, dass er hier irgendwo im Hotel ist. In der ersten Etage habe ich schon nachgeguckt. Dann müsste der hier in der zweiten Etage sein. Freunde, rechts oder links? Hallo, ist hier jemand? Scheint nicht so, als ob dort jemand ist. Vielleicht ist hier links jemand. Hallo, ist hier jemand? Oh Mann, hier wird mich niemals irgendjemand finden, Mann. Und Luisa hat mir einfach nicht am Handy geglaubt. Ich meine, ich liebe sie doch eigentlich, aber was soll ich hier nur tun, Mann? Keiner kann mir helfen. Oxy, bist du irgendwo hier, Mann? Bestimmt bist du hier in dem Zimmer. Hallo. Warte mal, ist das Kevin? Kevin, hörst du mich? Kevin, hallo. Ich bin hier in der Tür, Bro. Kevin. Kevin. Oxy, bist du's? Kevin? Kevin. Hallo. Yo, ich höre dich, Kevin. Bro. Bro, ich bin's, rette mich. Du musst den Schlüssel finden, Mann. Der Psycho hat mich hier drin eingesperrt, Mann. Das ist dieser Psycho-Semlak, von dem ich dir erzählt habe. Bitte. Ey, Mann, deine komischen Geschichten, über die können wir noch später reden, Mann. Ich hab dir doch gesagt, ich werde dir nie glauben, egal was passiert, Mann. Ja, also, Ox, ich schau, ob ich hier was finde. Vielleicht ist hier irgendwie was beim Lappen oder ein Schlüssel oder sowas. Irgendwo was, womit ich die Tür aufkriege. Warte mal, Orksi. Ey, Mann, der Schlüssel muss da irgendwo liegen, Mann. Du musst mich hier einfach rausholen. Bitte, Bro, wir müssen schnell weg. Der will einen Hammer holen und will mich töten. Also, Orksi, ich habe eine gute Idee. Schau mal, wir machen das so. Ich tritt einfach die Tür auf, okay? Wie, warte, du willst die Tür auftreten? Nein, die wird das hören, Mann. Die wird das hören. Ey, Mann, Orksi, wer soll uns denn hören, Mann? Wir kennen uns schon so lange und immer wieder erzählst du mir diese komische Geschichte. Ja, die Stiefschwester, ich war mit ihr zusammen. Was redest du da, Mann? Ich trete die Tür jetzt auf, Mann, ganz ehrlich. Komm, und? Nein, mach das nicht, Mann, mach das nicht, das ist voll gefährlich. Nein. Oh. Kevin, hast du gerade erst auf die Tür aufgetreten? Warte mal, Bro, wie siehst du überhaupt aus, Mann? Fresh, oder? Ja, sieht ganz schön gut aus. Wir müssen hier weg, Mann. Semlak, komm weg hier. Yo, chill, Mann, ganz ruhig. Er ist echt ein Psychopath, okay. Mann. Hör zu, vor 3 Jahren, die ganze Story stimmt. Was redest du da, Mann? Was für eine Story? Schau mal, du wirst dich jetzt erstmal bei mir bedanken, dass ich dich hier rausgeholt habe. Nämlich war ich hier 3 Tage unterwegs, um dich zu suchen. Und guck mal, wie ich aussehe, Mann. Ich habe mir meine Klamotten dreckig gemacht. Ja, ich bin dir ja dankbar, Mann. Hör zu. Okay, hör zu. Ich bin dir dankbar. Ich bin dir vom Herzen dankbar. Danke, Kevin, mein Bruder. Aber wir müssen hier schnell weg, Mann. Semlak ist echt ein Psychopath. Der will mich mit einem Hammer, Mann, hat der gesagt, holt der jetzt. Und es stimmt, vor 3 Jahren, Mann. Ich war mit Luisa zusammen und der hat alles zerstört, Mann. Wir müssen hier weg. Komm mit. Ganz schnell weg hier. Alles gut bei dir? Kevin, bitte, Mann. Wir müssen jetzt einfach weg, okay? Hör auf, so viel zu reden. Oh, Mann, Orksi, ich werde dich jetzt holen. Das ist ja... Renn. Renn. Er hat eine Waffe, Mann. Stell dich hier hinten hin. Bro, der hat eine Waffe. Du musst auf jeden Fall aufpassen, Mann. Ich werde euch finden, Mann. Ey, was macht Semlak hier, Mann? Ich hab doch gesagt, das ist ein Psychopath, Mann. Glaubst du mir jetzt endlich? Wo seid ihr? Ich werde euch finden. Ich werde euch erschießen mit meiner Waffe. Du das, ey, Mann, hast du es gehört? Wo hat deine Waffe, ey? Orksi, ist das nicht hier irgend so ein Spielchen oder sowas, du dir ausgedacht hast? Hör zu, Mann. Es stimmt alles, Mann. Vor 3 Jahren ist das passiert. Glaubst du mir jetzt endlich? Er ist ein Psychopath, Mann. Ey, das habt ihr doch bestimmt alles ausgedacht. Wie kann das sein, Mann? Wie hattest du die ganze Zeit recht? Was redest du da? Das kann ich nicht glauben. Kevin, ich werde dir noch die ganze Geschichte erzählen, aber wir müssen hier ganz schnell weg, ja? Seid ihr ja endlich! Oh, der schießt, komm, weg. Komm mit. Wo lang? Hier lang. Kevin, Mann, wir müssen hier ganz schnell weg. Komm, hier runter. Na los, weg. Ich hab euch! Der ist da. Andere Seite. Wir müssen hin. Hier hinter den Zockertisch. Komm mit. Sei ganz leise, Mann. Oh Mann, wo sind die denn jetzt schon wieder? Die können sich doch nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Ey, das geht doch nicht. Ganz leise sein, okay? Das ist komplett ernst, Mann. Was ist das für ein Psycho? Ey, wisst ihr was? Egal, wo ihr seid, ich werde euch noch finden. Aber das ist jetzt egal. Ich weiß, ihr hört mich. Ich werde zu deiner Stiefschwester gehen und sie entführen. Und dann wirst du schon sehen. Was wird der mit Luisa machen? Kevin, hast du das gehört, Bro?
Ey, Mann, du hast ihm doch nicht deine Geschichten aufgedreht und der glaubt dir jetzt auch. Hör zu, Bro, es stimmt, Mann, es stimmt einfach. Der fährt mit dem Auto weg, komm, wir müssen hinterher, Mann, der will Luisa irgendwas antun. Oh nein, nein, wir müssen sie retten, Mann, wir müssen sie retten. Nein, er fährt schon los. Komm, schnell, wir müssen schnell hinterher, Wo sind wir überhaupt? Egal, schnell hinterher. Wir sind fast da, Mann. Ja, Kevin, beeil dich. Was ist hier bitte passiert, Bro? Sind die ernsthaft bei Mama und Dads Haus reingestürmt? Oh Mann, Kevin, ich hab dir doch immer gesagt, Mann, Bro, du hättest mir von Anfang an vertrauen müssen, dann wäre das alles nicht passiert. Ey, das meinst du nicht ernst, das hast du doch selber angestellt, Mann. Was hast du hier gemacht? Glaubst du mir etwa immer noch nicht? Siehst du nicht hier? Ich meine, hier ist Blut, Mann, das ist doch das Auto von Dad, Mann. Und ja, wir müssen schnell Mama und Dad suchen, wir müssen Luisa finden. Luisa, geht's dir gut, Mann? Okay. Luisa, wo ist Luisa hin? Luisa! Denkst du echt, ich war das? Kevin? Ey, was ist hier passiert, Mann? Bist du verrückt geworden? Das war ich nicht, Mann. Das war der böse Semlak, Mann. Er ist böse. Ich hab's dir immer gesagt. Wie? Ja, ich hatte immer recht, Bro. Und jetzt kommen wir müssen Luisa finden. Warte, oh nein. Du hast Luisa. Wirklich recht. Schau mal, was hier passiert ist. Hier brennt alles. Schnell hoch, Mann. Wir müssen sie retten. Mann, sie ist weg, Mann. Sie ist hier nicht. Siehst es so aus, als wäre sie hier irgendwo, Bro? Luisa, bist du hier irgendwo? Luisa. Ach, hier ist alles leer, Mann. Fisch auf der Toilette. Luisa. Ach du Scheiße, Mann, wie sieht's hier bitte aus? Ach, Kevin, Mann, was machen wir denn jetzt, Bro? Keine Ahnung, Mann, aber wie kann es sein, dass du recht hattest? Erzähl mir alles, was ist passiert? Wie? Was ist passiert, Mann? Okay, hörst du, damals war das Ganze so, ich bin neu in eure Familie gekommen, so wie ganz normal halt. Und dann habe ich mich in deine Schwester verliebt, du warst erstmal total sauer. Dann habe ich ihr herausgefunden, dass sie einen Freund hat, dieser böse Semlak. Okay, und weiter? Dann habe ich halt mit diesem Semlak geredet, dann hat sich herausgestellt, dass er ein totaler Psychopath ist und dann habe ich ihn halt überführt. Und dann ist er ausgerastet, hat uns mit einer Waffe bedroht und ja, so war halt die Geschichte, Mann. Alter, jetzt gibt das alles wieder Sinn, Mann. Kann ich mich erinnern? Kevin, erinnerst du dich oder wie, Bro? Erinnerst du dich, Kevin? Warte, bist du mein leiblicher Vater? Hä, was hat das jetzt mit leiblicher Vater zu tun, Mann? Kevin, nimm das bitte ernst, Mann. Du siehst doch, wie ernst die Lage ist, Bro. Ja, du hast recht, Mann. Wir müssen Luisa finden. Okay, komm mit. Wir müssen sie unbedingt finden. Luisa liegt hier irgendwo. Guck unter den Trümmern nach. Du, ich guck hier hinten nach, okay? Luisa, okay. Bist du hier irgendwo? Luisa, vielleicht ist sie hier oben. Na los. Luisa, bist du hier irgendwo? Oh Mann, hier ist alles kaputt, Mann. Und da hinten brennt es. Da kann ich nicht weiter. Kevin, hast du irgendwas gefunden? Kevin, hallo. Wo ist jetzt Kevin denn? Kevin! Och Mann, Freunde, was mache ich denn, Mann? Wo könnte sein, Mann? Roxy! Was war das, Mann? Nein, nicht du schon wieder, Mann. Wegen dir ist das alles doch passiert, oder nicht? Beruhig dich. Hör mir zu. Wer bist du überhaupt, Mann? Hör mir zu. Okay, ich höre dir schon zu. Also, Semlak hat den Pakt gebrochen. Er wollte unsere Seele verkaufen. Warte mal. Was redest du, Mann? Welchen Pakt und was für Seele verkaufen? Ist das alles wegen dir passiert? Wieso kann sich keiner mehr an alles erinnern, Mann? Ich hab dich doch damals getötet. Beruhig dich. Semlak wollte seine Seele verkaufen. Aber er hat den Pakt gebrochen. Du musst ihn finden. Ich muss ihn finden? Er hat auch Luisa entführt, Mann. Ich muss sie unbedingt retten. Wo ist er denn? Weißt du, wo er ist? Ich muss unbedingt Luisa retten. Du musst Semlak stürzen. Und wie mache ich das, Mann? Was kann ich machen? Halt dich einfach an mir fest. Warte, was meinst du, Mann? Wo bringst du mich hin? Ey, Mann, mit wem redest du? Hast du Luisa gefunden? Nein, guck mal, das ist der böse Horror. Stopp, Oxy, der kann mich nicht sehen und hören. Der kann ich nicht sehen und hören? Oxy, bist du dumm? Mit wem redest du da? Okay, Kevin, egal, komm schon. Halt dich an ihm fest, okay? Komm einfach neben mir. Ich halte mich an ihm fest, okay? Ja, komm her. Komm, 3, 2, 1 und los geht's. Ah, Bro, wo sind wir? Basili, Kevin. Wow. Kevin, geht's dir gut, Mann? Alles gut bei dir? Was ist das hier, Mann? Wo ist der Geist? Ich weiß es nicht, Mann. Alter, wo sind wir hier bitte? Was? Da vorne ist Semlak, Mann. Und was ist das für ein riesiges Schloss? Semlak ist da vorne. Jetzt seid ihr endlich da. Ihr werdet eure Schwester niemals kriegen. Ey, Mann, was hast du mit Luisa vor, Mann? Wo ist sie? Du bist ein richtiger Psychopath, Mann. Wo ist meine Schwester, Mann? Ich werde sie heiraten. Sie wird mir gehören. Ganz allein mir. Und du, Oxy, du kannst nichts dagegen tun. Denn das hier ist meine Welt und nicht deine Welt. Ey, was redest du, Mann? Sie wird sowas von mir gehören. Ich werde dich aufhalten, Mann. Ich werde das niemals zulassen. Du bist so ein Psychopath. Wo ist meine Schwester, Mann? Ich werde sie heiraten. Sie wird mir gehören. Ganz allein mir. Und du, Oxy, du kannst nichts dagegen tun. Denn das hier ist meine Welt und nicht deine Welt. Ey, was redest du, Mann? Sie wird sowas von mir gehören. Ich werde dich aufhalten, Mann. Ich werde das niemals zulassen. Du bist so ein Psychopath. Oxy, das denkst du wohl selber nicht. Du musst erstmal durch mein Schloss des Todes.
Aber das wirst du sowieso nicht schaffen. Weißt du was? Halt mich doch auf, wenn du kannst. Ey, träum nicht weiter, Mann. Wir werden dich sowas von aufhalten. Komm, Kevin, miss da hinterher, Mann. In diesem großen, gruseligen Schloss, Mann. Wir werden dich kriegen, Mann. Wir werden dich sowas von kriegen, Mann. Luisa, halt durch, Mann. Ich werde dich retten. Ich meine, das glaubst doch nur du selber, Mann. Damit willst du niemals durchkommen. Ich will nie mehr leben. Kevin, dann los, dann los uns hinterher. Alter, was ist bitte für ein riesiges Schloss? Wir müssen unbedingt aufhalten, Mann, für Luisa, Mann. Wie kann er sowas machen, Mann? Wie kann er sowas machen? Luisa, ich werde dich retten, Mann. Ich werde dich retten. Okay, hör zu, Kevin. Hier sind zwei Räume. Wo sollen wir lang gehen? Ich habe eine gute Idee. Wir teilen uns auf. Ich gehe links lang und du gehst rechts lang. Bist du dir sicher, Mann? Ja, okay, Kevin, wir müssen uns unbedingt aufteilen. Du weißt selber, es geht um Luisa und ich liebe sie doch. Wir müssen unbedingt sie zurückholen, Mann. Da hast du recht, Mann. Da hast du recht. Okay, komm. Okay, dann los, dann ist dir auch viel Glück, Mann. Los, ich muss sie unbedingt retten, Mann. Ich muss irgendwas sein, das mir helfen kann. Und draußen die Blitze, Mann. Wo sind wir hier überhaupt? Okay, komm schon, Oxy. Du musst unbedingt umschauen. Hier sind Kamine. Hier sind ganz viele Bücher. Vielleicht steht hier irgendwas in den Büchern drin. Nein. Buch, wie man die Dämonen besiegt. Was für Dämonen, Mann? In den Bierfässern ist doch bestimmt irgendwas drin, oder? Komm schon. Und... oh mein Gott, perfekt. Da ist eine Waffe drin gewesen. Dann los. Ich muss zurück zu Kevin gehen. Und hier oben ist eine Fackel. Die hole ich mir auch noch eine von. Perfekt. Okay, schnell zurück zu Kevin, Mann. Oh Mann, Freunde, wie kann das sein, als ob Oxy die ganze Zeit recht hatte? Okay, wir müssen uns jetzt auf eine Sache konzentrieren. Wir müssen sie retten. Vielleicht finde ich irgendwas Nützliches, was wir gebrauchen können. Oh Mann, aber scheint nicht so, als ob hier irgendwas Nützliches ist. Hoffentlich hat Oxy mehr Glück als ich. Okay. Warte mal, sind das hier Gepäcke? Oh Mann, dort ist die Kleidung von Luisa drin. Das heißt, dass 100% Luisa hier drin ist. Das muss ich unbedingt Oxy berichten. Ey, Oxy. Dann los, schnell zu Kevin. Kevin, hast du irgendwas gefunden? Na klar, habe ich was gefunden. Ich habe ihre Kleider gefunden, Mann. Ihre Kleider? Okay, sehr gut. Ich habe eine Fackel und ein paar Waffen gefunden. Warte, hier, nimm eine Fackel. Danke, perfekt. Mann. Okay, das heißt, komm mit. Dass sie zu 100% hier ist. Die muss hier sein. Dann los, Kevin, wir müssen sie unbedingt finden, Mann. Luisa, wir werden dich sowas von retten. Ey, aber Oxy, was, wenn dort irgendwas komisches lauert, Mann? Ich habe voll Angst. Nein, Bro, ich denke, außer dein komischer Semlack oder wie der heißt, dieser komische Typ, wird das schon nicht sein. Wir müssen ihn unbedingt aufhalten, Mann. Okay, komm schon. 1, 2, 3. Komm schon, Semlack, wir werden dich aufhalten, Mann. Das ist ein Labyrinth. Was ist das da? Aufpassen, Bro. Schieß. Ich hol die Waffe raus, Ich hab ihn. Er ist tot. Ich hab ihn, glaube ich, oder? Du hast ihn getötet, ist das dein Ernst? Ich musste es tun, Mann. Es war ein Dämon oder so. Das war von dem Buch. Okay, Kevin, wo sollen wir lang, Mann? Ich glaube, wir müssen links lang, weil, ich meine, warum hat er den linken Weg beschützt? Okay, Bro, das klingt echt logisch, Mann. Dann lass unbedingt hier links lang. Dann los. Aber aufpassen, dass hier Lava. Das ist mein zweiter Spitzname. Ganz ruhig, Bro, ganz vorsichtig. Los. Ist so heiß. Ich dachte immer, dein zweiter Spitzname wäre Marcel. Was für Marcel? So heißt Montana Black, Digga. Was mit dir? Egal, Bro, komm, wir müssen weiter. Dann los. Luisa, ich werde dich finden, Mann. Ich werde dich finden. Da steht einer. Da bewacht wieder ein Rabe den Ort. Okay, zu. Woher hast du überhaupt die Waffen? Die lange in so einem komischen Fass, Mann. Hast du vielleicht für mich auch eine, damit ich mich beschützen kann? Nein, leider nicht. Aber hör zu, bleib einfach hinter mir, ja? Okay, ich mach das, Mann. Du schaffst das schon. Ich vertrau dir. Okay, hör zu. Ich werde ihn jetzt anschießen. Warte, wenn er da ist. 1, 2, 3. Oh, ich hab mich getroffen, Mann. Ich hab wieder nicht getroffen. Aufpassen. Warte, wir kriegen. Oh, aua, er hat mich getroffen. Wir müssen aufpassen. Und jetzt, Rainer. Ich hab ihn. Okay, komm, wir müssen weiter. Los, hier lang. Pass auf. Geh ja nicht ins Feuer rein, ja? Okay, Kevin. So heiß, Mann. Wo lang sollen wir, Bro? Links oder rechts? Was sagt dein Bauchgefühl? Bro, ich denke, rechts ist der richtige Weg, oder nicht? Oxy, vertrau mir. Links ist immer der richtige Weg. Lass links lang gehen. Mein linkes Ei ist größer als das rechte. Du weißt, was das heißt. Bro, denkst du echt, dass wir deinem Ei vertrauen sollen, Mann? Na klar, vertrauen wir ihm. Seitdem ich klein bin, vertraue ich ihm. Und er hat immer mir gesagt, links ist der richtige Weg, weil er größer ist. Also, dann... Geh mal vor. Okay, wenn du meinst, aber ich hoffe, das ist auch wirklich der richtige Weg, Mann. Alles gut. Das war echt der richtige Weg, Kevin. Weg. Oh Mann, warum vertrauen wir auch dein Ei, Mann? Warum vertrauen wir dein Ei? Ganz vorsichtig, Mann. Es ist hinter uns. Du hast ja nicht in die Lava rein. Okay. Alles gut. Oh, ich sag dir ganz offen ehrlich, wir vertrauen nie wieder dein Ei. Ich sag dir ganz ehrlich, das liegt nicht an meinem Ei. Das ist hier irgend so eine Psychose, dieses Schloss hier. Okay, Bro, aber schau mal hinter dir, Mann. Siehst du das? Oh Mann, das sieht, glaube ich, aus wie ein Kobold aus Clash of Clans. Du hast recht, Bro, aber wir brauchen uns echt keine Sorgen zu machen. Das ist nur eine dämliche Statue, Mann, oder? Bisschen gruselig sieht der schon aus mit den Flügeln hinten dran. Nein, ich denke nicht, Mann, das ist nur eine komische Statue, die kann uns nichts an... Habe ich gerade richtig gehört, ich bin nur eine komische Statue. Kommt her, Kinder. Oh, hat's gerade einfach geredet, Mann. Mann. Das ist ein Weg, schnell dort lang. Kevin, dann los, Luisa, wir kommen, Mann, wir werden dich retten. Okay, wo sind wir hier, Bro?
Ihr habt es bis hierhin geschafft. Applaus, Applaus. Aber weiter werdet ihr es eh nicht schaffen. Und deine Stiefschwester wird mir gehören. Ey, Mann, du weißt selber, dass du damit nicht durchkommen wirst, Mann. Wir werden dich aufhalten. Na los, Kevin, wir müssen da unbedingt hin. Ich kann dein Fuß lecken. Ja, Mann. Was redest du, Mann? Okay, Kevin, hier ist Lava, komm. Und? Na los, na los, wir müssen uns aufhalten, Bro. Wie geht's so weit runter? Ey, wir werden dich sowas von aufhalten, Mann. Alles gut bei dir? Das war voll die lange Rutsche, Mann. Ich bin voll schwindelig. Ich habe mir auch, aber da ist Damlack, Mann. Wir müssen dich unbedingt aufhalten, na los. Warte. Stopp mal hier kurz. Erstmal müsst ihr gegen mein Haustier ankämpfen. Aber das werdet ihr niemals schaffen, denn das ist Spinny, mein allerlieblingshaustier. Und wenn ihr das tötet, dann kriegt ihr es mit mir zu tun. Jetzt könnt ihr gern gegen meine Spinne kämpfen, haha. Mann, damit wirst du nicht durchkommen. Warte mal, was ist das da? Ich bin die Spinne von Samlack. Wir müssen ihn aufhalten, Mann. Was für Spinne, Mann. Stirb, Mann. Stirb. Komm. Wir müssen da vorbei. Er ist weggeflogen. Komm, wir müssen weiter. Spring hier hoch. Na los, Kevin. Komm. Na los, wir müssen. Oh Mann, er schießt Granaten, Bro. Weiter. Wo lang? Na los. Wenn ich erscheine, verzeiht sich mir mein Meister niemals. Na los, weiter. Nein, ich hab so Angst. Springen schon, Mann. Da oben, ich muss ihn abknallen. Nachladen und. Töte ihn. Na los. Okay, er ist runtergefallen. Komm, weiter. Oh. Okay, weiter. Sprung schaffen. Wir dürfen ja nicht runterfallen. Okay, Bro. Du wirst uns niemals kriegen. Na los. Kevin, Bro, ich kann noch gar keinen Jump'n'Run. Ich bin echt schlecht drin. Okay, jetzt wirst du Seil rutschen. Wisst ihr was? Samlack hat mir versprochen, dass er einen Teil von Luisa abkriegt, wenn ihr ihn fange. Was redest du denn? Na los, wir müssen weiter. Auf die Seil rutschen. Wow. Na los, ich wurde getroffen. Weiter. Kevin, ich muss dir was beichten, Mann. Komm schon, Mann. Geh hoch. Irgendwie stehe ich auf deine Schwester, Mann. Los, weiter. Schwester, warum sagst du mir das denn genau ich jetzt, Mann? Hab's dir schon damals gesagt, aber ich kann nichts dafür. Wenn das hier vorbei ist, bring ich dich um. Vertrau mir, Mann. Damals hattest du nichts dagegen, Mann. Wir müssen das jetzt unbedingt überleben. Ja, okay, das ist jetzt nicht so. Na los. Lass erstmal uns retten, Mann. Wo lang? Okay, hier aufs Schild. Das müssen wir auch retten. Wow. Alles gut. Mir geht's gut. Weiter. Komm schon, spring weiter. Ich schaff das, ich bin oben. Na los, ich bin auch oben. Komm. Dom ist Samlack, Mann. Bleib stehen, Mann. Das hätte ich niemals gedacht. Bleib stehen, Mann. Na los, wir müssen weiter. Vorsichtig. Oh, was ist das hier bitte, Kevin? Das ist der Parcours des Todes von dem allerherrschenden Samlack. Mann, der ist so verrückt. Komm schon, Kevin, müsst ihr schnell weiter. Okay, hör zu, das ist hier so ein Luftzug. Das wird uns wahrscheinlich in die Lava strömen. Und jetzt. Und weiter. Na los. Sobald es aufhört. Na los, weiter. Lauf. Perfekt. Wo müssen wir jetzt lang? Keine Ahnung, Mann. Wenn das Ganze vorbei ist, dann los, sind wir zu Hause und essen Chips, Mann. Digga, wir kriegen Samlack, Mann. Komm schon, weiter. Okay, hier ist ein großer Weg, Mann. Denkst du, wir müssen hier lang? Na klar müssen wir hier lang. Der ist auch hier lang gegangen. Komm mit, Mann. Okay, na los. Wir müssen ihn unbedingt treten. Was war das, Mann? Wenn das Ganze vorbei ist, dann werden wir zusammen auf der Couch sitzen und Bücher vorlesen, okay? Bücher vorlesen? Warte, stopp. Oh, nächste, da vorne sitzt der. Was macht der da bitte? Alter, seid ihr? Ich hätte niemals gedacht, dass ihr es so weit schafft. Mann, mach das Tor auf, Mann. Wir werden dich sowas von töten, Mann. Und wir werden Luisa zurückholen. Ja, ihr werdet schon sehen. Nix werdet ihr. Ihr werdet hier sterben und verhungern, denn hier kommt ihr nie wieder raus. Und wenn ihr es hier durchschafft, dann erwartet euch gleich ein Monster. Warte, ein Monster? Ey, Mann, hast du gehört? Ein Monster? Ich habe Angst vor Monstern, Mann. Ich hatte früher auch immer Angst, dass es unter meinem Bett ein Monster ist. Ja, ganz ruhig, Bro. Wir werden ihn schon aufhalten, okay? Mann, wir werden dich kriegen, Mann. Na los, Sam, erwischt. Na los, weiter. Das Tor muss hier doch irgendwie aufgehen, Mann. Wow. Okay, weiter. Luisa, ich werde dich retten, Mann. Oh, Mann, was ist das da? Jetzt werdet ihr gegen meinen Lava-Golem kämpfen. Gegen den hat es noch niemand geschafft, ihn zu besiegen. Ohne euren Tod kommt ihr hier niemals raus. Ey, Mann, der sieht aus wie ein glühender Eisengolem aus Minecraft. Ich hab voll Angst vor dem. Hör zu, Bro. Wir müssen ihn unbedingt besiegen. Damit wirst du nicht durchkommen, Samlack. Na los, schieß auf, Samlack. Ich werde euch töten. Der Spinnenkönig hat zwar versagt, aber ich, der Feuergolem-König, wird euch in die Knie zwingen. Ey, Mann, wir werden dich doch in die Knie zwingen, Mann. Kevin, schnell, nimm Achtung. Na los, er schießt.
Oh, oh, oh. Hör zu, Mann. Ich werde sie unbedingt aufhalten müssen. Und zack, ich habe ihn gehittet. Ey, Mann, Oxy, wir haben überhaupt keine Chance. Schau mal, was er in der Hand hat. Ja, ich weiß, Bro, aber du musst irgendwie eine Waffe suchen oder so. Schau mal da hinten in den Bierfässern nach, ja? Okay, okay, okay. Ah! Los, los, los. Ich halte ihn auf. Gib dir Rückendeckung. Ah, du wirst da nicht durchkommen. Ich hab ihn. Nimm den Bogen. Dann los, los. Schieß ihn ab. Wir müssen ihn unbedingt besiegen. Weiter. Ja, wir haben ihn. Dann los, weiter. Okay, Kevin, Bro, wir müssen weiter. Okay, wir müssen das jetzt überleben. Ja, komm. Dann los. Warte mal, da ist ein schwarzer Gang. Jungs, da müssen wir durch. Ey, das könnte sein, aber schwarze Gänge sind immer gruselig. Pass auch auf dich auf, ne? Ja, okay, Bro, du hast komplett recht. Na los, wir müssen da ganz schnell reingehen. Und los, da oben ist er, Mann. Ich will ihn aufhalten. Na los, weiter. Wir werden nicht sowas von aufhalten. Und jetzt haben wir dich, Mann. Jetzt bist du tot. Wo ist Luisa? Erledigt. Guck mal über euch. Warte mal. Bitte helf mir. Luisa, geht's dir gut? Ich glaub dir, was vor 3 Jahren passiert ist. Ich werde dich da raus und okay, lass sie sofort frei, Mann, oder ich töte dich. Ich kann sie freilassen, aber ich kann sie auch töten. Nein, du wirst sie nicht töten, Mann. Lass sie frei. Ein Schuss und du bist tot. Du wirst du selber sterben. Nein, das hier ist meine Welt. Die werden hier nicht rauskommen. Es geht nach meinen Spielregeln. Luisa wird mir gehören. Nicht wahr, Luisa? Nein, Mann, du bist ein Psycho. Lass mich hier bitte raus. Ey, Mann, du bist so verrückt, Mann. Ich wusste es, Mann. Und jetzt wird mir jeder glauben, Mann. Ich werde dich töten. Und was hast du mit Mom und Dad gemacht? Ach, die werdet ihr nie wiedersehen, weil ihr nicht gegen mich gewinnen werdet. Wir werden gewinnen, denn das Gute gewinnt immer, Mann. Das Böse wird immer fehlen. Das Gute wird immer gewinnen. Das kannst du dir auf jeden Fall merken, Mann. Okay, komm. Das denkst du wohl selber nicht. Ihr werdet sehen. 3, 2, 1 und dann los, töte ihn! Wow! Oh, mein Kopf tut so weh, Mann. Wo bin ich hier, Luisa? Ich werde dich retten, Mann. Kevin, Luisa, wo seid ihr? Kevin, ist alles gut bei dir? Wo ist der böse Semlang, Mann? Egal, ich muss schnell zu Kevin. Kevin, ist alles gut bei dir? Schnell. Ich muss ihm helfen. Du stehst an der Spitze, Bro, aufstehen, Mann. Oh nein, ist er etwa tot? Kevin, Mann, du musst mit mir reden. Lebst du noch? Was passiert, Mann? Hör zu, Mann. Da war irgendwie eine Explosion oder so. Komm mit, wir müssen schnell Semlak finden, Mann. Wo ist er? Da ist er. Ihr werdet hier niemals durchkommen. Ich werde euch aufhalten. Mit meinem RPG. Wir werden dich aufhalten, Mann. Wir werden dich töten. Dann los. Hinterher. Ja, okay, hör zu, Mann. Hier ist richtig viel Lava, Mann. Wir dürfen da ja nicht reinfallen. Wir müssen immer den richtigen Weg gehen, okay? Okay, Mann. Er hat auch gesagt, es ist seine Welt oder so. Deswegen kann er wahrscheinlich fliegen. Was ist das für ein Psycho? Hör zu, Mann. Wir müssen unbedingt aufhalten. Da oben ist er. Na los, ich muss ihn unbedingt treffen. Und ich habe ihn getroffen. Dann los. Weiter. Ja, okay, Mann, ich darf nicht in die Lava hinfallen. Du weißt ganz genau, dann sterben wir. Ja, ich weiß ganz genau und du bist auch nicht der Hellste, deswegen komm mir einfach hinterher, ja? Ja, okay, du auch nicht. Komm, geh vor, Mann, geh vor. Okay, komm mit. Na los, weiter. Nimm deine Waffe in die Hand. Wenn wir ihn sehen, dann müssen wir ihn abschießen. Okay, wo ist er, Mann? Okay, du hast recht, Mann. Und jetzt. Und, wow. Kevin, wo bist du? Ist alles gut bei dir? Mir geht's gut, Mann. Wo bist du? Ist alles gut bei dir? Los. Okay, ich spring schon, aber pass auf, Mann. Los, du kriegst das hin. Okay, komm schon. Wir müssen ihn finden, Mann. Da oben ist er, ich schieße ihn an. Wir werden mich niemals kriegen. Ich habe ihn getroffen. Dann los. Noch ein Hit. Wir müssen weiter. Jetzt halten wir ihn auf. Ich bin hier. Und wo sollen wir lang, Mann? Hier lang. Okay, pass auf, wir dürfen uns nicht gegenseitig blockieren. Und weiter. Ich weiß nicht, Mann. Wir müssen ihn unbedingt aufhalten, Mann. Wir werden es nicht schaffen. Wir werden es sowas von schaffen, Mann. Dann los. Schieß ihn an. Ich hab noch nicht. Dann los. Wo bist du? Komm zurück, da ist kein Weg. Komm mit. Weiter. Dann los, ey, Kevin, Mann. Wir müssen unbedingt Luisa auffinden. Warte mal. Da hinten ist die, glaube ich. Komm, spring. Nein, mach nicht den Sprung. Da willst du abrutschen, Mann. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ich denke hier lang nochmal. Komm mit. Wow. Oh, Mann, was war das? Ich weiß nicht, Mann. Ich denke, wir müssen hier lang. Dann los. Hier geht's hoch, Mann. Komm hoch. Na los, wo ist er, Mann? Wo bist du, Mann? Ich werde jetzt abschießen. Warte, das ist da. Und. Okay, ich habe ihn getroffen. Weiter geht's. Kevin, hier runter zu leiden. Weiter geht's. Alles gut, Kevin. Stopp. Nicht zu weit. Nicht runter. Okay. Alles gut bei dir? Warte, ihr seid so weit gekommen. Das kann ich nicht erlauben. Wir werden nicht sowas von aufhalten, Mann. Dann los. Weiter. Ich komme. Wir werden nicht sowas von aufhalten, Mann. Los, schieß ihn an. Ich hab ihn wieder getroffen. Und nochmal getroffen. Er ist runtergefallen. Dann los. Jetzt haben wir dich, Mann. Luisa, ist alles gut bei dir. Für all deine. Wisst ihr was? Holt einfach eure Schwester. Ist mir jetzt auch egal. Ich bin jetzt mal weg. Nein, bleib stehen, Mann. Bleib stehen.
kümmere dich um Luisa, ich renne hinterher. Ey, Mann, ich werde ihn sowas von aufhalten, Mann. Luisa, ist alles gut bei dir? Ey, Mann, ich werde dich aufhalten, Mann. Er läuft in deine Sackgasse rein. Jetzt werde ich ihn aufhalten, Mann. Für Luisa werde ich ihn töten, Mann. Der Endkampf hat begonnen, Mann. Jetzt werde ich ihn sowas von aufhalten. Dann los, weiter, 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 weiter. Freunde, was ist das hier bitte, Mann? Ist das eine Bombe, Mann? Ich muss sie ganz schnell sagen. Ich muss es ihnen ganz schnell sagen. Kevin, komm hier ja nicht rein, Mann. Renn weg, Bro. Du musst wegrennen. Kevin, komm hier ja nicht rein, Mann. Renn, renn um dein Leben, Mann. Oh nein, Mann. Ich muss die Bombe aufhalten. Ich muss die Bombe aufhalten. Na los, dann los, dann los, dann los, dann los. Ich muss sie irgendwie aufhalten, Mann. Na los, nein, 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 nein. Nein. Aber, Mann, wer bist du? Was machst du mit mir? Ganz ruhig. Nimm meine Hand. Ich helfe dir. Ich bin dein Freund. Ah, mein Kopf tut so weh, Mann. Oh Mann, wo bin ich hier bitte? Kevin, hast du mich gerettet? Lebe ich noch? Ah, es tut so alles weh. Luisa, wo bist du? Freunde, wo bin ich bitte hier, Mann? Was ist das hier für eine komische Halle? Ich meine, ist das dumm, ein Dinosaurierschädel? Und, alles tut weh, Mann. Ich kann mich kaum richtig bewegen. Warte mal. Das ist doch Semlak, Mann. Was macht der da, Mann? Er ist doch so böse, Mann. Warte mal. Du bist wieder wach? Ja, natürlich bin ich wach. Und jetzt hau ich dir einen aufs Maul, Mann. Mann, alles tut weh. Beweg dich bloß nicht. Sonst zerfällt's noch in Stücke. Ich muss mich an dem Tisch festhalten. Wo sind alle hin, Mann? Was hast du bitte gemacht? Ey, warte mal. Hör mal ganz kurz zu, du darfst dich wirklich nicht bewegen. Guck mal, ich hab dir geholfen. Und währenddessen sind deine Freunde einfach abgehauen. Und du lagst einfach am Boden und niemand hat dir geholfen. Außer ich. Ich hab dich einfach aufgebaut. Sozusagen wie ein Roboter. Dein ganzer Körper war zerfetzt. Deswegen hast du jetzt auch diesen Anzug da. Der hält deine Körperteile zusammen. Oh nein, Mann. Komm her, Mann. Was hast du mit Luisa gemacht? Ey, Mann, nein. Du darfst dich nicht bewegen. Wenn du dich so viel bewegst, dann zerfallen noch alle Teile von dir. Ja, wie soll ich sagen? Aber deine Familie, die dich adoptiert hat, die kehrt sich kein Dreck für dich. Du bist denen egal. Hör mal zu, Mann, das stimmt doch alles gar nicht, Mann. Wegen dir, Mann, du hast Luisa entführt, Mann, und du hast Kevin fast getötet. Mann, sag mir, lebt er noch, Mann? Kevin, die sind alle abgehauen. Wie schon gesagt, die kehren sich keinen Dreck für dich. Die sind einfach abgehauen und die haben dich ganz vergessen. Das habe ich doch schon gesagt. Warte mal, heißt das, Kevin ist nicht hier, um mir zu helfen, und bist du der Einzige, der mir geholfen hat? Ja, genau so ist es. Und du hast meinen Körper wieder in Stücke gebaut. War ich denn tot, oder? Nein, du warst nicht ganz tot. Aber du warst fast tot. Ich hab mir wirklich Mühe dabei gegeben. Und sag mal ehrlich, dieser Anzug sieht schon schön aus. Ja, er passt mir auch. Aber ich kann mich kaum so gut bewegen, Mann. Und was ist mit Luisa? Wo ist sie jetzt? Mit Luisa? Ja, sie ist direkt abgehauen. Und übrigens, das weißt du ja noch gar nicht, sie hat einen Freund. Und das schon seit längerem. Was meinst du denn, warum ich sie entführt habe? Zu dir. Ich wollte dir helfen. Und du lagst 3 Wochen im Koma. Also wunder dich nicht, wenn so einiges anders ist. Oh Mann, das hätte ich niemals von ihr erwartet, Mann. Ich dachte mal, sie wäre diejenige, die am meisten auf meiner Seite ist, aber... Nein, sie hat dich belogen und betrogen. Und du hast mir nur geholfen, wie ein wahrer Freund? Ja, klar hab ich das. Ich meine, ja klar hab ich das. Wir sind doch Freunde, oder? Nein, du willst mich hier nur manipulieren, Mann. Du bist böse, Mann. Nein, stopp. Du darfst dich nicht aufregen, sonst zerfällt noch dein Körper. Wenn du einen Schritt machst, dann zerfällt der, Mann. Der Anzug ist auch noch nicht so stabil. Aber warte mal ganz kurz. Hör mal zu, wir können Rache üben. Heißt, wir können Kevin und Luisa einsperren, so wie die es verdient haben. Du weißt doch, Luisa hat dich betrogen. Und du musst nur dafür meine Hand nehmen. Und dann können wir alles machen, was wir wollen. Wir werden die Mächtigsten in diesem Universum. Du als mein Lehrling und ich als dein Meister. Zusammen werden wir einfach alles erreichen. Wir schaffen das schon. Du musst nur meine Hand nehmen und einen Vertrag unterschreiben. Nimm meine Hand und wir werden zusammen alles erreichen. Zack! Alles klar, dann haben wir jetzt einen Deal. Oh ja, wir haben einen Deal. Mein Meister hat recht, Mann. Jetzt ist es Zeit für Rache. Oxy ist einfach tot, Mann.
Meinst du wirklich? Oh Mann, natürlich meine ich wirklich. Wir haben es alle gesehen. Er hat uns zum Glück noch weggeschickt. Aber er selber wollte die Bombe aufhalten und sie ist explodiert. Und dann auf einmal haben wir ihn nie wieder gesehen. Ja, ich weiß, aber vielleicht hat er überlebt und hat sich irgendwo versteckt. Mann, du brauchst gar keine Hoffnung mehr zu haben. Ich weiß, ihr habt euch gegenseitig geliebt. Aber er ist tot, für immer. Nein, das kannst du nicht ernst meinen, doch, Kevin. Wir müssen jetzt Mama und Papa Bescheid sagen. Jetzt ist es Zeit für Rache. Oxy, was machst du da? Komm runter. Warte mal, war das nicht mein Meister? Meister, was machst du denn da unten? Soll ich runterkommen? Du sollst runterkommen. Ja, ich komme ja schon runter, Meister. Oh Mann, das ist ganz schön hoch und... Wow. Okay, ich komme. Warten Sie mal, Meister, was ist das bitte für ein komischer Apparat da hinter Ihnen? Und wo befinden wir uns? Sind wir jetzt komplett im Innern des Berges, oder? Jetzt stell keine dummen Fragen und komm her. Ja, Meister, ich komme. Ich habe das Schwert rausgezogen. Es sieht wirklich total wunderschön aus. Und damit werde ich Kevin töten, Mann. Aber das warten Sie mal. Meister, was ist das für ein komischer Apparat hier hinter Ihnen? Und was ist das? Ist das etwa meine Überraschung? Ja, das ist sie. Und was das ist, das wirst du gleich erfahren. Okay. Wie lang ist das denn hier bitte schon? Was soll das bitte sein? Ich verstehe es nicht. Das ist eine Zeitmaschine und damit wirst du in die Vergangenheit reisen. Wow, warte mal, eine Zeitmaschine und ich soll damit in die Vergangenheit, aber ich soll doch Kevin auslöschen und Luisa oder nicht und wie soll ich das denn, warte mal. Ah, du hast es wahrscheinlich schon gemerkt. Ja, genau das werden wir tun. Meinst du gerade, wir werden in die Vergangenheit reisen und werden dann Kevin und Luisa einfach in der Vergangenheit auslöschen, sodass es sie in der Zukunft niemals gab? Nein, das werden wir nicht. Wie jetzt? Was denn sonst? Wir werden verhindern, dass du überhaupt in die Familie kommst. Warte mal, verhindern, dass ich in die Familie komme, aber... oh Mann, Leute, eigentlich will ich das doch gar nicht. Ich bin doch im Herzen eigentlich ein guter Mensch. Obwohl, nein, sie haben mir so viel Schlimmes angetan, er hat recht. Worüber denkst du gerade noch nach? Sie haben dich im Stich gelassen. Es ist für dich selber besser, wenn du nicht in der Familie wärst. Dann würdest du den ganzen Leid nicht haben. Oh Mann, Meister, du hast völlig recht, Mann. Ich hatte so viele Probleme wegen den Zweien und wegen der Familie. Wäre ich einfach damals im Waisenhaus geblieben und wäre niemals mitgekommen. Also ich soll jetzt in die Vergangenheit und das verhindern, dass ich jemals dahin gekommen bin? Ja, genau das wirst du tun. Und das wirst du auch wirklich tun. Du wirst dir dabei selber helfen. Ich mache es nur zum Wohl für dich. Aber denkst du wirklich, dass das funktioniert? Ich meine, wie sieht das denn bitte aus, Mann? Das sieht komplett verrückt aus. Und alleine, das sieht ein bisschen psychopathisch aus, was du hier gebaut hast, Mann. Psychopathisch? Ich habe daran 3 Wochen lang Tag und Nacht gearbeitet. Sowas will ich nicht nochmal hören. Du weißt, wer dein Meister ist. Und er wird auch für immer bleiben. Ja, aber... Schweig, wer hat dir die neue Rüstung besorgt? Hat dich zusammengeflickt. Ohne mir wärst du nicht was am Leben. Du wärst tot. Ja, Meister, Sie haben ja schon recht. Also soll ich in die Vergangenheit reisen und alles verhindern, dass das alles niemals hier passiert wäre. Oh Mann, genau, Mann, das wirst du tun. Und jetzt ab auf den Sessel. Ich weiß aber gar nicht, ob ich dafür bereit bin und ich weiß gar nicht, ob mich das Teil überhaupt mein Leben wieder kosten wird. Ich möchte nicht sterben und schon wieder in Koma sein. Nein, du wirst nicht sterben. Du reist einfach nur in die Vergangenheit. Und wenn irgendwas passiert, dann bin ich ja da. Okay, ich werde es schaffen, Meister. Ich werde in die Vergangenheit reisen und alles wieder ins Gute rücken, Mann. Ich werde es schaffen. Genau das wirst du. Und wie funktioniert das Ganze jetzt ganz genau? Was muss ich machen? Bleib du da einfach. Okay. Was passiert hier, Mann? Ich werde jetzt schön den Rest erledigen. Okay, so, jetzt nur noch den Koordinator einstellen. 3 Jahre zurück in die Vergangenheit reisen. 2018. Okay, jetzt geht's los. Es kann ein bisschen wehtun. Was passiert hier mit meinem Kopf, Mann? Oh, das tut so weh. Was machst du, Mann? Okay, hör auf damit. Hör auf damit. Warte. Das geht alles schief. Ich muss die Maschine richtig einstellen. Beeil dich, Mann. Beeil dich. Ja, okay. Ich gebe mein Bestes. Warte. So, zack und zack. Okay, jetzt müsste es gleich klappen. Wie das sollte bald klappen, Mann. Bitte, jetzt mach schon endlich. Lass den Schmerz aufhören, Mann. Okay, perfekt. Ich habe alles soweit vorbereitet. Und zack, 3 Jahre in die Vergangenheit. Wow. Freunde, wo bin ich hier bitte, Mann? Das ist doch das alte Waisenhaus. Oh Mann, Semlak oder wie er heißt, hat mich in das alte Waisenhaus gebracht.
Okay, ich muss jetzt den Auftrag von meinem Meister ausführen. Mein Schwert habe ich hinten drinne. Okay, was mache ich jetzt? Oh, da kommt jemand. Schnell, ich muss mich hier hinten verstecken. Oh Mann, Freunde, ich komme heute einfach in eine neue Familie. Oh Mann, ich freue mich so. Ich muss schnell meine ganzen Sachen packen. War hier gerade irgendwas? Mir ist irgendwie hier voll kalt, aber egal, ich muss schnell meine Sachen packen. Endlich, Mann, endlich bin ich kein Waisenkind mehr. Na los, alles rein da. Los. Oh, warte mal, das bin doch ich, Freunde. Sieht er mich nicht, oder was? Ich glaube nicht, dass er mich sehen tut, oder? Hallo, hörst du mich? Oxy aus der Vergangenheit? Ich bin's, Mann. Freunde, man muss ganz offen ehrlich sein, ich hatte schon ein Glow-Up, oder? Okay, schnell alle meine Sachen reintun. Und Mann, ich freue mich so, Mann. Ich werde einfach jetzt in eine neue Familie adoptiert. Ich hoffe, die sind voll nett. Und vielleicht gibt's da ja sogar eine hübsche Stiefschwester oder sowas. Das wäre so cool, Mann. Oh Mann, Freunde, ich glaube, mein altes Ich hört mich gar nicht. Ich bin in der Vergangenheit gereist. Wie hat er das bitte gemacht? Die Zeitmaschine funktioniert echt. Das heißt, Zeitreisen ist wirklich möglich, Mann. Hallo, hörst du mich? Hallo? Es funktioniert nicht, er hört mich einfach nicht. Ach egal, na los, alles reingetan. Und jetzt muss ich ganz schnell los, Mann. Wartet mal, anscheinend hört er mich nicht. Hallo, hörst du mich? Oh, ich glaube, er geht weg, Mann. Genau das war der Tag, wo ich adoptiert werde und in diese Familie reinkomme. Na los, ich muss das ganz schnell verhindern, Mann. Na los. Warte mal, das ist doch mein alter Waisenhausfreund Luca, oder nicht? Yo, Lukas Bruderherz, Mann, ich komme in eine neue Familie, Mann, ich freue mich so sehr, Mann, ich bin so glücklich, Mann. Ja, ich freue mich auch für dich. Oh Mann, ich danke dir, ich werde dich und die ganzen anderen Waisenhauskinder total vermissen, Mann, ihr wart wie eine Familie für mich, aber jetzt habe ich endlich eine neue Familie gefunden, ich bin so froh, dass ich einfach adoptiert wurde. Ja, ich wünsche dir auch sehr, sehr viel Erfolg mit deiner neuen Familie. Hoffentlich hast du sehr, sehr viel Spaß da. Oh Mann, okay, danke dir. Ich muss dann jetzt auch los, ne? Weil der Waisenhausleiter wartet schon auf mich und mein neuer Dad. Okay, hau rein, Mann. Luca, bleib so, wie du bist. Tschüss. Oh Mann, Freunde, genau das war der Tag, Mann. Und wo geht jetzt Luca hin? Das habe ich mich schon immer gefragt, weil er wirkt an diesem Tag immer so traurig. Na los, ich gehe da jetzt mal hin. Warte mal, was macht der da bitte? Mann, ich bin so traurig. Wieso hat er eine Familie bekommen und ich nicht? Ich habe nie Glück. Ich habe jetzt keinen Freund mehr, der mir hilft. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich will auch endlich eine Familie. Oh Mann, der arme Mann. Wieso habe ich das denn damals nicht richtig bemerkt, Mann? Ich habe es erst im Nachhinein, ist mir irgendwann aufgefallen. Aber ich hätte doch irgendetwas sagen müssen. Mann, ich habe nie Glück. Ich werde nie eine Familie bekommen. Ich werde hier immer bleiben und bleiben. Ich werde nie eine bekommen. Luca, das tut mir so leid, Mann. Es tut mir leid, dass ich nicht für dich da war, Mann. Ich hätte als ein Waisenhausfreund besser für dich da sein müssen. Aber wenn du mich hörst, es tut mir leid, Mann. Na los, ich muss jetzt aufhalten, dass ich jemals in diese Familie gekommen bin. Ich habe mein Schwert dabei und ich werde das schaffen. Oh, warte mal, ich rede da mit dem Waisenhausleiter. Okay, Mr. Waisenhausleiter, Sir, ich habe meine Koffer schon gepackt und ich freue mich voll auf meine neue Familie. Ich werde euch schrecklich vermissen. Ja, wir werden dich auch schrecklich vermissen. Hast du deine ganzen Koffer auch wirklich eingepackt? Nein, Cody dabei. Ja, ich habe alles dabei, Herr Waisenhausleiter. Sehr schön, Oxy. Dein Vater ist bald da. Verabschiede dich noch am besten von deinen Waisenhausfreunden. Oh ja, ich kann mich ganz genau noch an den Tag erinnern. Und in 3, 2, 1... Es hat geklingelt, Mann. Genau jetzt ist der Tag, wo mein Vater gekommen ist. Aber ich muss das irgendwie verhindern, Mann. Semlak hat mir nicht umsonst die Aufgabe gegeben. Na los, find irgendwas. Nein, es ist zu spät. Sie müssen also dein Vater sein, oder wie? Und da kommt jetzt mein Dad, Mann. Na los, ist er das wirklich? Es ist wirklich, Mann. Schönen guten Tag, wo ist ja mein Kind, den ich abholen will? Ja genau, ich bin das hier, Mann. Bist du jetzt mein neuer Dad? Ja, natürlich bin ich dein neuer Dad. Oh, du siehst ja genauso schön aus wie auf den Bildern. Wunderschön. Oh Mann, ich danke Ihnen, Mann, dass Sie mich adoptiert haben. Sie sind jetzt mein Stiefvater, ist das richtig? So was wie Stiefvater gibt's hier nicht. Ab jetzt bin ich dein Dad. Alles klar, dann Mr. Waisenhausleiter, Sir, ich hole noch meine Sachen und dann gehe ich, ja? Okay, ich werde jetzt jeden Moment meine Sachen holen. Was soll ich denn jetzt bitte machen, Mann? Okay, ich muss mich irgendwie verhindern, Mann. Hört ihr mich? Hallo? Nicht dahin gehen, Oxy. Hör zu, ich bin in deinem Kopf. Geh da nicht hin. Ja, so friedlich. Ich habe alle meine Sachen dabei und jetzt gehe ich schön in eine neue Familie. Nein, du gehst nicht in eine neue Familie. Bleib stehen, Mann. Oh Mann, wo gehen die jetzt hin, Mann? Alles klar, na los, wir können schon mal los. Oh Mann, Freund, ich muss das doch irgendwie verhindern. Okay, ich muss irgendwie hinterher, Mann, wo sind die nochmal hingefahren? Zum Hauptbahnhof, na los, ich muss hinterher. Ganz schnell. Wartet mal.
Freunde, wo bin ich denn jetzt? Mann, bin ich bei diesem einen alten Bahnhof, wo ich und mein Dad danach waren? Ja, ich kann mich noch ganz genau erinnern. Hier sind ich und mein Dad dann in den Zug gestiegen und zum Haus gefahren. Und wir sollten jeden Moment kommen, oder nicht? Eins? Da sind wir ja schon, Mann. Oh Mann, Dad, ich freue mich so, Mann. Ich habe so Tränen in den Augen. Ich freue mich voll auf mein neues Zuhause. Ja, mein Sohn, jetzt gehen wir direkt nach Hause, gehen in den Zug und dann geht's los. Oh, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Dort habe ich mir dann was zu essen und trinken gekauft. Ich bin sofort hingesprintet. Das war so ein schöner Tag in meinem Leben, Mann. Ja, schönen guten Tag, Mr. Ladenbesitzer, Sir. Ich hätte gerne, also ein Red Bull, eine Cola Türka, ein Unodaka Sauce und, ich will noch den Milchshake haben da. Darf ich denn? Was ist denn das für eine Frage? Noch drei Red Bull dazu? Alles klar, mache ich, meine Herren, ne? Oh Mann, ich kann mich da noch ganz genau dran erinnern. Das war der beste Tag in meinem Leben. Aber okay, hör zu, ich muss mir jetzt irgendwas anderes überlegen, Mann. Ich darf niemals in diese Familie reinkommen. Semlak, der Böse, hat auf jeden Fall recht, Mann. Ich muss mir irgendwas ausdenken. Na los. Ich habe eine Idee, ich gehe schon mal vor. Obwohl, ich muss doch irgendwas machen können. Ich meine, ich reise in die Vergangenheit zurück und kann nur alles sehen. Ich muss doch irgendwelche Fähigkeiten haben, oder nicht? Na los, ich muss irgendwie mit diesem Jungen hier reden können. Hörst du mich? Hallo, hörst du mich? Oh, danke Ihnen, Mann, das schmeckt so gut, Mann. Schön, dass es dir schmeckt, mein Sohn. Oh, genau, hier sind wir dann losgelaufen. Na los, ich muss mir irgendwas ausdenken, Mann. Hallo, hörst du mich, Mann? Hör mich! Hallo, wer sind denn Sie? Warte mal, hören Sie mich? Hallo? Natürlich höre ich dich. Hier ist doch nur Personal für die Theke. Hören Sie zu, ganz ruhig, Mann. Wie jetzt, Freunde, er kann mich hören? Warte mal, ich muss etwas ausprobieren. Hören Sie mir zu, schauen Sie mir in die Augen. Sie werden jetzt genau das machen, was ich Ihnen sage, okay? Ich werde genau das machen, was Sie mir sagen. Oh Mann, es funktioniert wirklich. Sie gehen jetzt dahin und werden diesen einen Mann auf die Gleise schubsen, okay? Werden Sie das hinbekommen? Ich werde es ausführen, Meister. Und los, zackig! Na los, hin da! Es funktioniert tatsächlich, Mann. Na los, ich muss jetzt zusehen. Oh, warte, was passiert da, Mann? Wow! Oh, jawohl, ich bin zurück mit der Zeitmaschine und ich denke, es hat geklappt, Mann. Ich habe ihn beauftragt, dass er mein Vater töten soll. Und ich denke, es hat alles geklappt, so wie ich es wollte. Ja, Meister, ich bin zurück, Mann. Habe ich es geschafft? Habe ich den Auftrag ausgeführt? Nein, du hast versagt. Warte mal, wie, ich hab versagt und, wow, warum brennt denn bitte die Maschine, Mann? Das kann doch nicht sein, ich hab ihn doch getötet, oder nicht? Nein, du hast gar nichts geschafft. Du hast dir zu viel Zeit gelassen. Deswegen ist alles zusammengebrochen. Einen Moment mal, aber es kann gar nicht sein. Kurz bevor ich zurückgebeamt wurde, habe ich doch den Auftrag diesem einen Typen gegeben, dass er meinen Vater vor die Gleise wirft. Wieso hat er es denn nicht geschafft, Mann? Was ist hier bitte passiert? Eigentlich sollte alles jetzt, ganz normal sein und ich sollte niemals in die Familie gekommen sein. Wie kann das bitte sein? Nein, dein Vater ist anscheinend gar nicht gestorben. Er lebt noch immer glücklich mit seinen beiden Kindern. Oh Mann, es tut mir so leid, Meister. Ich dachte, ich hätte den Auftrag geschafft. Was machen wir denn jetzt bitte? Wir reparieren die Maschine und müssen dann nochmal in die Vergangenheit reisen. Schon wieder? Also reisen wir einfach an den gleichen Ort, oder wie? Nein. Warte mal, wie nein? Wenn man an einen Ort schon mal hingereist ist, dann kann man dort nicht nochmal hin. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwo anders hinreisen, also du. Und wir werden dorthin reisen, wo du Luisa zum ersten Mal kennengelernt hast. Meister, bist du bald mal fertig mit der Maschine zum Reparieren? Es tut mir echt leid, dass ich die nochmal zerstört habe. Mann, was machst du denn hier? Wegen dir muss ich das überhaupt alles machen. Du bist auch wirklich so nichts zu gebrauchen. Ich muss jetzt alles wieder neu koordinieren. Das wird lange Arbeit. Hör mir zu, Meister. Es tut mir total leid, Mann. Ich weiß, ich habe Scheiße gebaut. Aber lass es mich wieder gut machen, okay? Ich werde wieder in die Vergangenheit reisen und ich werde alles ins Bessere rücken. Genau, du wirst in die Vergangenheit reisen und weißt du auch, in welchen Ort, Orgsi? Ja, an den... Genau, du wirst dorthin reisen, wo du Luisa zum ersten Mal getroffen hast. Und dort wirst du sie einfach ermorden. Ich soll sie echt einfach töten? Ja, okay, Meister. Ich werde es machen, Mann. Ich weiß, für was ich es mache, Mann. Es ist meine Bestimmung. Ich werde Luisa töten, Mann, noch an dem Tag, wo ich angereist bin. Ist die Zeitmaschine wieder startklar, Meister? Ja, nur noch ein paar Schritte. Warte ganz kurz. Ich mach sie mal startklar, okay? Okay, Meister. Und was soll ich in der Zwischenzeit machen? Du setzt dich einfach auf den Stuhl und machst gar nichts. Okay, Meister. Ich werde es ausführen, Mann. Ich werde es... Ja? Du weißt, wofür wir das machen. Du wirst dann in einer besseren Welt leben. Ohne Leid, ohne Schrecken. Dir wird's einfach besser gehen, okay? Okay. Meister, wenn Sie das sagen, Sie haben mich zusammengepflegt. Sie haben alles für mich gemacht. Ich werde es ausführen, Mann. Ich werde in die Zeit zurückreisen und Luisa ermorden, Mann. Ich werde es schaffen.
Bist du bereit? Ja, bin ich. Okay, ich muss jetzt alles richtig koordinieren. Warte ganz kurz. Und zack. Perfekt. Die Taste und das. Und jetzt sollte es gleich startklar sein. Und zack. So, jetzt fängt's an. Ah, Mann, mein Kopf tut schon wieder so weh, Mann. Ah, bitte, Mann. Jetzt beeil dich, Mann. Nicht schon wieder das Gleiche, Mann. Au. Warte eine Sekunde. Diesmal geht's schneller als letztes Mal. Vertrau mir einfach. Okay. Und jetzt. Zack, 3 Jahre in die Vergangenheit. Wow. Wow. Oh, wartet mal, Freunde, wo bin ich denn jetzt bitte, Mann? Einen Moment, das Klavier hier kenne ich doch. Wow, ich bin in dem alten Haus rausgekommen. Da, wo ich das erste Mal war, wo ich vom Kinderheim abgeholt wurde. Das sieht hier so heftig aus, Mann. Okay, hör zu, Oxy. Du musst jetzt unbedingt... Ah, nein. Oxy, du darfst nicht in Erinnerung schwärmen. Du musst jetzt Luisa oder Kevin finden und einfach einen von beiden töten. Am besten nicht töten, einfach direkt Luisa. Und wo könnte sie sein, Mann? Oh, wartet mal, Freunde. Hier links, das war doch immer mein und Kevins Zimmer, Mann. Hey, ich bin so gespannt, was da drin gerade passiert. Vielleicht ist Kevin da drin oder sowas. Komm, ich geh mal rein. 1, 2... Sag, Mann, wo bist du, Oh, wartet mal, Freunde. Er schläft da ja. Und da war mein alter Teddy, den er mir damals gebracht hat. Und da ist Kevin, Mann. Okay, hör zu. Ich werde ihn jetzt töten, Mann. Jetzt ist der Moment gekommen, Mann. Kevin, du hast mir so viel Leid und Schmerz zugefügt, Mann. Du warst kein wahrer Bruder für mich, Mann. Jetzt werde ich mein Schwert rausziehen und dich töten. Dein letztes Stücklein hat geschlagen. Und ich werde ihn jetzt töten. Hä? Oh, Mann. Es ist heute soweit. Es ist schon 12 Uhr, Mann, fast. Ich habe verschlafen. Oh nein. Sein Teddy steht hier schon mal. Den habe ich gestern schon besorgt. Ich muss den Rest noch besorgen. Sein Bett ist gedeckt. Mein Bett ist gedeckt. Der Tisch ist unten auch gedeckt. Das Frühstück ist fertig. Schnell. Ich muss bereit sein. Oh Mann, Kevin hat sich so viele Sorgen um mich gemacht, nur weil ich gekommen bin in die Familie und hat extra mein Bett schön gemacht, Mann. Ey, das wird aber nichts bedeuten, Mann. Kevin, wo bist du hingerannt, Mann? Na los, ich muss unbedingt... Verfolgen, wartet mal. Wenn dort mein Zimmer war, dann muss genau dort das Zimmer von Luisa sein. Okay, also dort wird sich dann das Zimmer von meiner Stiefschwester befinden. Ich werde mich jetzt da reinbegeben und sie werde ich direkt töten, so wie es mir der böse Semlak aufgetragen hat. Ich meine, er ist mein Meister. Er hat mich wieder zurück ins Leben gerufen, Mann. Ja, ich muss sie für ihn töten, Mann. Na los, 1, 2 und zack. Jetzt, Luisa, wirst du sterben, Mann. Auf ihrem Bett ist sie nicht. Aber dafür ist sie auf der Couch. Ich sehe doch deine Haare, Luisa. Ich werde jetzt kommen und... Oh, wartet mal. Freunde, wo ist sie denn bitte? Sie müsste doch eigentlich in ihrem Zimmer drin sein. Das kann doch gar nicht sein, dass sie nicht hier ist. Okay. Aber wenn sie nicht hier ist, dann muss sie sich irgendwo unten befinden. Na los, Mann. Ich muss sie doch irgendwo finden, Mann. Wo sind die denn alle, Mann? Wo sind die denn alle? Na los. Hier runter, Mann. Hier runter. Und wo seid... Hinten ist Mom, Mann. Oh, Mann. Ich habe meine Mutter so vermisst, ey. Was macht sie da hinten denn bitte? Macht sie gerade Essen oder wie? Nur noch schnell fertig den Boden fegen, damit alles schön sauber ist. Dann noch schnell die Plätzchen in den Ofen schieben, damit der kleine Oxy was zum Essen hat, wenn er hier ankommt. Und ihm noch eine warme Milch aufkochen. Er soll es ja hier schön haben. Oh Mann, Freunde, meine Mutter hat sich so viel um mich gekümmert, Mann. Und direkt am ersten Tag hat sie mich wie ein Sohn behandelt. Aber egal, Mann, es ist gleich 12 Uhr. Das heißt, ich sollte jeden Moment eigentlich durch die Tür reinkommen. Genau in 5, 4, 3, 2, 1 und... Na, Oxy, ich freue mich schon auf deine neue Familie. Oh Mann, Dad, ich bin so dankbar, dass ihr mich einfach adoptiert habt. Wirklich nochmal vielen, vielen Dank an dich und Mareike, dass ihr mich adoptiert habt, Mann. Das ist so nett von euch. Ach, du bist ein Bild, hübscher Junge. Natürlich müssen wir dich adoptieren. Also komm jetzt bitte rein. Oh Mann, da bin ich reingekommen in die Familie und jetzt sollte jeden Moment meine Mutter da hingehen und mir Plätzchen anbieten. Das weiß ich noch ganz genau. Oh nein, Oxy ist schon da. Schnell die Plätzchen rausholen. Schnell. Oh Mann, Freunde, dort hat mir meine Mutter meine Plätzchen angeboten. Das war so ein schöner Tag, Mann. Ich wurde endlich adoptiert. Was habe ich nochmal da gesagt? Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich so ein bisschen undankbar rüberkam. Ey, Mann, wow, das ist mein neues Haus, Mann. Das ist ja total riesig. Dad, habe ich eigentlich auch Geschwister oder nicht? Natürlich hast du Geschwister. Die wirst du gleich kennenlernen. Oh Mann, echt, Dad, Mann. Ich freue mich total auf meine neuen Geschwister, Mann. Wie viele habe ich denn? Und ich wollte mich wirklich nochmal bei euch beiden bedanken, dass ihr mich hier einfach adoptiert habt. Ich meine, das ist echt nicht selbstverständlich. Ich freue mich einfach so total, Mann. Ich renn direkt hoch und such meine Geschwister, okay? Begrüß doch einmal deine Mutter. Oh, natürlich. Hi, Mom.
Darf ich jetzt hoch, Dad? Ich weiß noch ganz genau, Mann. Dort haben sie einen auf nett und lieb getan, Mann. Die haben so getan, als würden sie mich lieben. Aber sie haben mich gar nicht geliebt, Mann. Und was ist jetzt nochmal passiert? Ich weiß ganz genau, Mann. Ich bin hochgerannt. Und dann mein erstes Zusammentreffen mit Kevin. Oh, ich muss ganz schnell gucken, Mann. Oh, Mann, oh, Mann. Mein neuer Bruder. Na los, na los, na los. Oh, oh. Mann. Hallo, wer bist du denn? Ey, ich bin's Kevin, Mann. Ich bin dein neuer Bruder. Lass dich einmal umarmen und küssen. Okay, okay, okay. Hi, Kevin. Komm her, mein neuer Bruder. Lass dich küssen. Und jetzt zeige ich dir dein neues Zimmer. Ja, okay, mein neuer Bruder, Mann. Ich find's voll nett, wie du mich hier aufnimmst, Mann. Ich komm direkt hoch, mein neues Zimmer anschauen. Oh, Mann, ich bin so gespannt. Oh, Mann, das war seine erste Schandtat. Er hat mich einfach ins Zimmer gelockt und wollte mich dann töten, Mann. Kinder, kommt runter. Eure Mutter hat Essen gemacht. Oh, warte mal. Eure Mutter hat Essen gemacht? Den Satz kenne ich doch irgendwoher. Das heißt, beim Essen war es doch das erste Mal, wo ich Lisa kennengelernt habe. Das heißt, sie muss im... Ja? Holst du deine Schwester rein? Wo ist die denn? Ich dachte, die wäre oben in ihrem Zimmer. Nee, die ist da draußen im Pool. Wie? Ihr habt einen Pool? Was? Ich weiß ganz genau, wo sie ist. Sie wird sich beim Pool befinden. Na los, ich muss da ganz schnell hingehen. Jetzt werde ich sie töten, Mann. Lisa, dein letztes Stündchen, oder wie das heißt, hat geschlagen, Mann. Und hinten ist sie, Mann. Lisa, jetzt werde ich mein Schwert rausholen und sie... Halbblütig ermorden. Und? So, perfekt. Ich habe jetzt mein Schwert in der Hand, was mir mein Meister Semlak gegeben hat. Das Schwert des Schmerzens. Und damit werde ich sie jetzt ermorden, Mann. Ich werde es tun. Sie hat mir so viel Leid zugefügt. Sie hat mir so viele Verletzungen zugefügt. Wegen ihr dachte ich wäre ein Irrer. Meine ganze Wut kommt hoch. Jetzt werde ich dich töten. Hä? Bist du neu? Warte mal, wie neu? Nein, ich bin... Oh, Freund, ich muss schnell mein Schwert verstecken. Zack. Nein, ich bin nicht der Neue. Also, ich bin der Postbote und ich wollte fragen, bist du Luisa Petersburg? Ja, ich bin Luisa Petersburg. Was ist denn los? Ja, also schau mal, ich habe ein Paket für dich. Das steht da vorne. Ich würde es dir gerne gleich bringen, okay, wenn das in Ordnung wäre. Ich bringe dir das dann direkt, ja? Ja, okay. Okay, ich komm gleich wieder, Mann. Mann, was mache ich denn bitte hier, Mann? Ich muss sie doch töten, Mann. Egal, auch wenn sie mich sieht, Mann. Hör zu, Mann. Luisa, ich werde dir alles sagen, Mann. Ich bin's, Mann. Ich bin's Oxy, Mann. Warte mal, Oxy? Mein neuer Stiefbruder aus dem Waisenhaus? Genau, der war ich eins, Mann. Ich bin Oxy. Ich bin durch eine Zeitmaschine hierher gereist. Und du hast mir so viel Leid zugefügt, Mann. Ich werde dich jetzt töten, Mann. Es tut mir leid, Mann, aber es muss einfach sein. Nein, bitte nicht. Auch was ich getan habe, es tut mir vom Herzen leid. What? Oxy, nein, tu's nicht. Einen Moment mal. Luisa? Warte mal. Aber wie ist das möglich, Mann? Was ist hier los, Mann? Du siehst voll hübsch aus. Wow, danke. Du auch. Einen Moment mal, zwei Luisas. Luisa, bist du die aus der Zukunft? Nein, Oxy, tu das nicht. Wenn du das jetzt tust, wird Semlak die ganze Welt für sich erobern. Warte mal, wie meinst du das denn jetzt? Ich meine, ich und Semlak sind doch jetzt Kompanen, Mann. Wir werden jetzt die ganze Welt ins Böse strecken. Und wir beide werden böse sein, nicht nur er, Mann. Was redest du denn bitte? Nein, Oxy, ich bin nicht aus deiner Zeit. Ich bin noch viel weiter aus der Zukunft. Ich wollte dich warnen. Mal, wenn du noch viel später aus der Zukunft bist und mein jetziges Gegenwart-Ich, dein damaliges Vergangenheit-Ich getötet hab, dann ist das doch gar nicht möglich, dass du jetzt noch lebst, Mann. Wie ist das möglich? Und du willst mich echt aufhalten? Okay, ich weiß, ich hab dich verletzt und so. Und es tut mir auch wirklich leid, was passiert ist. Aber du darfst es sie wirklich nicht töten. Zumal, aber ich muss dich töten, Mann. Mein Herrscher, mein Semlak, er hat mir auch gesagt, dass ich das machen soll. Er hat das alles zu mir gesagt, Mann. Er meinte doch, dass ich dich töten muss, damit die Welt eine bessere wird. Ich hatte so viel Schmerz und Leid durch dich erfahren und ich will das einfach nicht mehr. Ich weiß, aber es tut mir wirklich leid. Du musst mir vertrauen und mit mir in die Zukunft kommen. Warte mal, wie meinst du das, wie in die Zukunft? Ich habe einen Auftrag und ich werde diesen Auftrag ausführen. Ich, du... Mama, Papa und Kevin werden sterben. Warte mal, wie, ihr werdet alle sterben? Ja, und du auch. Aber Semlak hat's mir doch versprochen, Mann. Er meinte, es wird eine bessere Welt sein, eine Welt ohne Schmerz und ohne Liebe für mich. Er hat dich angelogen. Wie, er hat mich angelogen? Wer will ich wissen? Nicht, dass du lügst, Mann. Du willst doch nur dein eigenes Leben retten, oder nicht? Nein, Oxy, wirklich nicht. Wir werden alle sterben.
nur weil du mich in der Vergangenheit getötet hast. Aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, Mann. Wenn Zemnak die ganze Welt ins Böse stürzt und du an diesem Tag hier gestorben bist, wie kann es sein, dass du jetzt noch lebst, Mann? Habe ich dich überhaupt damals getötet? Also, wenn man in die Vergangenheit zurückblickt von dir aus? Hör mir zu, Oxy. Wenn du mich jetzt tötest, wird die ganze Welt danach richtig schlimm aussehen. Du wirst in einer Apokalypse dein Leben verlieren. Es wird sehr viel Schlimmes passieren. Bitte vertrau mir und nimm meine Hand und komm mit in die Zukunft. Warte mal, in die Zukunft und eine Apokalypse wird stattfinden? Meinst du so etwas wie der Dritte Weltkrieg, der wird ausbrechen? Ja, genauso wird das sein. Der Dritte Weltkrieg wird ausbrechen. Deutschland wird Russland angreifen und Russland wird die USA angreifen. Alle werden sich bekriegen. Daraufhin wird noch China, Japan und Korea mit reinkommen. Dann wird alles eskalieren. Okay, hör zu. Ich werde es tun. Ich werde mit dir in die Zukunft kommen. Was muss ich machen? Du musst einfach nur meine Hand nehmen. Okay, ich nehme deine Hand und... Oh. Ah. Oh. Warte mal. Bin ich etwa echt in der Zukunft, Mann? Ah, oh, da bist du auch schon. Perfekt. Sind wir hier in der Stadt echt richtig oder sind wir falsch zufällig? Weil das sieht nicht wirklich aus wie eine Katastrophe. Du meinst doch, hier sind überall Kriege und so. Warte mal, wir sind viel zu weit vorgereist. Wir müssten eigentlich viel weiter hinter. Warte mal, heißt das, dass wir jetzt viel zu weit in der Zukunft gereist sind? Oh nein, was machen wir denn jetzt? Warte mal, aber wenn alles hier jetzt so friedlich ist, hat dann der Krieg mittlerweile aufgehört, dann passiert ja doch nicht so viel Schlimmes, oder? Zemlak hat diesen Krieg gewonnen und jeder hört jetzt auf Zemlak. Warte mal, willst du mir gerade echt sagen, dass wir in einer Stadt sind, die von Zemlak einfach komplett kontrolliert wird? Ja, genau, das will ich dir damit sagen. Über uns ist ein Roboter, schnell runter. Oh, ein Roboter? Okay, komm, stell hier hinten hin. Warte mal, was hätte der Roboter denn mit uns gemacht, wenn er uns gesehen hätte? Er hätte uns wahrscheinlich aufgesaugt. Schau dich mal um, Oxy, was hier los ist. Oh, alles klar, mache ich. Warte mal, die ganzen Bewohner hier, das sind alles No-Skins. Entschuldigen Sie mal, Mr. Hallo, Mr. Ben. Hallo? Mister, können Sie mich zufällig verstehen? Reden ist verboten. Warten Sie mal, Mister, was meinen Sie mit Reden ist verboten? Das verstehe ich nicht so ganz. Jetzt warten Sie doch mal, wo wollen Sie denn hin? Hallo, Mr. Ben. Warte mal, wo will der denn hin? Was ist denn bitte mit ihm? Sie versuchen es erst gar nicht. Die haben bestimmt alle eine Gehirnwäsche bekommen und sind manipuliert. Manipuliert? Oh Mann, das ist bestimmt die Schuld von Zemlak, Mann. Wir müssen das Haus von Mom und Dad finden. Warte mal. Das brüchige Haus da hinten, das sieht aus wie... Oxy, es tut mir leid, aber das Haus sieht aus wie das von deinen Adoptiveltern. Aber warum ist das denn kaputt, Mann? Wo sind wir? In welcher Stadt ist das? Das sieht gar nicht aus wie zu Hause. Hier ist alles so träge, grau und irgendwie so richtig komisch, Mann. Überall sind Roboter und so. Alles, das, was gut ist, wird zerstört. Boah, das können wir nicht zulassen, Mann. Er hat mich die ganze Zeit nur betrogen. Aber was ist denn aus mir geworden in dieser Welt? Lebe ich denn noch? Oxy, du wirst das Ganze gar nicht miterleben. Du bist schon viel vorher gestorben. Das kann doch nicht sein. Okay, hör zu, wir müssen uns jetzt weiter nach vorne begeben. Okay, wir müssen ihn unbedingt finden. Weißt du denn zufällig, wo er sich zufällig befinden könnte? Nein, nicht wirklich. Okay, hör zu, wir verhalten uns ganz normal. Okay, wie normale Stadtbürger. Also, wie laufen die Leute hier rum? Die laufen alle so richtig komisch, als wären die so Roboter oder so etwas. Ja, Oxy, ich weiß. Lauf einfach weiter und lass dich gar nicht von den Robotern sehen. Okay, komm, schnell mit. Wir laufen ein bisschen schneller. Okay, na los. Wir müssen immer unter der Brücke sein. Über uns sind zwei Roboter. Wie kommen wir da jetzt vorbei? Der darf uns ja nicht sehen. Keine Ahnung. Wir müssen uns irgendwas ausdenken. Okay, hör zu. Okay, schau mal, das sieht so aus, als würde das Teil jeden Moment in die andere Richtung fliegen. Sobald es weiterfliegt, laufen wir direkt in die andere Richtung, okay? Okay, das ist ein guter Plan. Okay, und ich würde sagen, es bewegt sich. Renn. Hier lang. Kannst du es auf uns nicht sehen, Und, komm, nimm meine Hand. Ah, perfekt, Mann, es hat uns nicht gesehen. Es ist weitergeflogen. Schau mal, es befindet sich jetzt da hinten. Oxy, ich habe echt Angst. Wir dürfen uns gar nicht erwischen lassen. Das werden wir nicht. Okay, du musst mir einfach nur vertrauen. Wir müssen hier einfach nur dicht beieinander bleiben. Und wir müssen ja nicht von diesen Roboterteilen da getroffen werden. Ansonsten sind wir ganz schnell Geschichte. Okay, da vorne ist jetzt noch eins. Da hinten ist eins und da vorne. Wo könnte sich aber der Tower von Zemlak befinden? Ich meine, irgendwo hier in der Stadt muss er doch leben, oder nicht? Oxy, wie wär's mit diesem riesigen S dort vorne? Ein Moment mal, das kann doch nicht. In der Tat, Mann, das muss es wohl sein. Dann befindet sich wohl Zemlak da hinten. Okay, hör zu, wir müssen da ganz schnell hin. Ja, wir kriegen das beide hin. Okay, Oxy, lass mich das Ruder übernehmen. Ich kenne seine Schwächen viel besser als du. Ich habe mindestens schon mal gegen ihn gekämpft im Dritten Weltkrieg. Okay, das ist echt eine gute Idee. Aber das, was ich mich gerade eher frage, was geht da drin bitte vor sich? Was macht der da drinnen nur?
Oh Mann, ist die Vase schön. Und mein ganzes Imperium natürlich auch. Das habe ich mir alles über die Jahre lang aufgebaut. Wie schön es hier nur aussieht. Vor 20 Jahren war ich einfach noch gar nichts. Und jetzt beherrsche ich die Welt. Ganze Städte. Alles einfach. Oh Mann, ich kann mich noch gut an die alten Zeiten erinnern, wo ich einfach noch gar nichts war. Dort musste ich mich mit einem grünen Typen herumschlagen, um irgend so eine Luisa zu beeindrucken. Aber jetzt gehört einfach alles mir. Warte mal, Wache, ich sehe da einen Fleck auf meinem Fuß. Das gehört sich gar nichts. Komm schnell hin und putz meinen Fuß. Ja, selbstverständlich, Sir. Samlang, Sir. Oh Mann, ich kann es einfach noch immer nicht glauben. Ich bin einfach so reich. Alles gehört mir. Und dann noch dieser schöne Anblick auf mein Imperium. Warte mal, was ist das denn? Wer ist das? Ach so, das ist Luisa. Und wer ist das neben mir? Ist das nicht... Orksi? Oh Mann, das ist Orksi. Aber was denke ich mir nur? Die werden es eh nicht schaffen. Ich meine, alles gehört mir. Die schaffen das eh nicht. Die können versuchen, was sie wollen. Wachen! Es wartet Arbeit auf euch. Ihr habt zu tun. Tötet sie. Unten sind Feindlinge. Okay, Luisa, vor uns sind noch ganz genau 2 Wachen. Wir müssen da irgendwie rauskommen. Glaubst du, der Herrscher Sammler hat schon bemerkt, dass wir hier drin sind in seinem Revier? Ich glaube nicht. Also, wenn wir Glück haben, hat er uns doch nicht entdeckt. Ja, aber jetzt ist erstmal die Frage, wie kommen wir denn hier überhaupt durch? Ich meine, das sind 1-2 Wachen vor dem Eingang. Und da sind noch so rote Sensoren. Ich glaube, wenn die uns erfassen, dann wird direkt ein Alarm ausgelöst. Kann das sein? Aber für die Wachen habe ich schon etwas vorbereitet. Und das wäre? Wow, warte mal. Ist das eine echte Pumpgun, Mann? Ja, genau. Das ist eine echte Pumpgun. Hier, nimm sie. Alles klar. Und zack. Oh, perfekt, Mann. Okay, jetzt haben wir zwar eine Pumpgun, aber wollen wir echt die Wachen töten? Ist das echt unser Ernst? Wir haben keine andere Möglichkeit. Wir müssen sie töten. Okay, hör zu. Wir müssen uns aber einen geilen Plan ausdenken, ja? Ich habe jetzt eine Idee. Hör mir ganz genau zu. Ja, Sir, wie geht's Ihnen so? Der neue Samlak-Herrscher hat uns wieder keinen Auftrag gegeben. Hier ist alles leer in der Stadt. Ja, hier ist auch nie Action, Mann. Das geht doch nicht. Aber egal. Zum Glück ist die Stadt ganz schwarz-weiß. Ohne Farbe, alles sind nur No-Skins. Keiner hat Klamotten. Ja, das ist genau so, wie du es gerade gesagt hast. Aber wir können froh sein, dass wir Samlak dienen können. Hallo, ich suche, was ich suche. Hallo, ich brauche Hilfe. Ich bin Clown. Hallo, klug. Ich bin mit Auto hier. Hallo. Wer ist das denn? Ja, aber der Boss sagte, wir sollen aufpassen, weil es gibt hier neue Eindringlinge. Aber das sieht nicht aus wie ein Eindringling, das sieht aus wie ein Clown. Ich schaue jetzt mal nach. Hallo, ich wollte wissen, wo Siamlak ist. Sag mal, wie siehst du denn aus? Was hast du denn da an? Ich dachte, Klamotten sind verboten, das darfst du nicht tragen. Ja, ich. Nein, halt's Maul, Mensch, komm jetzt sofort mit in den Knast. Boss, wir haben ein B3768. Sagen Sie Ihrem Boss, dass Sie einen Orksi haben. Bam! Mensch, was war denn das denn hier? Hören Sie zu, ich will Sie nicht auch noch töten. Ich muss nur ganz schnell zu Samlak, Mann. Ich muss unbedingt mit ihm reden. Nicht zu Samlak. Du hast meinen Kollegen getötet. Hast du noch alle Tassen im Schrank? An Rache werde ich dich jetzt auch töten. Nein, ich glaube, das wirst du nicht tun. Luisa, jetzt! Na los, runter mit dir! Oh, ich bin bewusstlos. Das hat voll gut geklappt, Orksi. Okay, perfekt. Ich würde sagen, wir müssen jetzt ganz schnell hoch. Na los, wir müssen weiter rein. Rennen. Aber, warte mal, wie sieht das denn hier jetzt alles aus? Samlak ist so größenswahnsinnig. Wie konnte er damit so mein Freund sein? Ich verstehe es auch nicht, aber schau mal, wie viele Statuen das sind. Das sind doch von den alten Ägyptern und so etwas, oder nicht? Okay, hör zu, wir müssen... warte mal, warum lachst du denn jetzt überhaupt? Na, wegen dem Outfit. Ach so, das gehörte doch zum Plan, oder nicht? Ja, okay, dann... Komm her, ich kümmere mich kurz um dich. Okay. Ah, perfekt, Mann, du hast mich umgezogen, dankeschön. Mein Katana ist auch wieder hinten dran. Okay, hör zu, wir müssen da jetzt hochgehen und Samlak bezwingen, Mann. Ich werde ihn bezwingen, Mann. Dafür, was er der ganzen Welt angetan hat und was er mir angetan hat. Ich meine, er hat mich einfach veräppelt, Mann. Los, ich werde da jetzt hochgehen, Mann. Ich werde mich sowas von rächen. Orksi, bist du dir sicher, dass du den normalen Weg gehen willst? Ich werde dich töten, Samlak. Ich werde... warte mal. Ja, natürlich werde ich den richtigen Weg gehen. Warum kommst du denn nicht mit? Da oben wimmelt es nur von Wachen. Aber schau mal hier, vorne ist doch nur ein Fahrstuhl. Wir müssen da einfach nur hochfahren, obwohl eigentlich macht das Sinn. Aber welchen Weg sollen wir denn dann nehmen? Ich meine, das macht doch gar keinen Sinn, Mann. Wir müssen doch den Weg nehmen, um da hochzukommen, oder nicht? Nein, Orksi, da gibt es noch einen anderen Weg. Der Lüftungsschacht. Bist du dir sicher, dass wir da beide durchpassen? Ich meine, du ja, aber glaubst du echt, dass ich da auch durchpasse? Der ist echt eng und wo ist der überhaupt? Komm mit, Orksi, folg mir. Alles klar, okay, ich folg dir. Wo lang müssen wir denn?
Okay. Wir müssen uns unbedingt rächen, Mann. Und Sam Luck befindet sich ganz sicher hier in dem Schloss. Ah, das ist der Lüftungsschacht. Genau, Ox. Wir müssen den jetzt nur noch aufbekommen. Alles klar. Was, brauchst du zufällig Hilfe? Nein, ich schaff das. Das sieht mir jetzt nicht so danach aus. Warte, ich helf dir. Komm, geh da mal kurz weg. Und, zack. Na los, komm schon mit. Wir müssen jetzt durchgehen. Okay. Ey, warte, mach den Lüftungsschacht am besten zu, bevor die sehen, dass das hier noch offen ist oder so. Okay, hab ich. Und was denkst du, wo wir lang müssen? Mach jetzt erstmal geradeaus laufen. Okay, alles klar. Hör mal zu, du, Luisa. Hab ich dich damals echt getötet in der Vergangenheit? Ich weiß gar nicht, was in mich gefahren ist, weil er hat mich manipuliert, weißt du? Oxy, hör zu, wir müssen jetzt gar nicht über die Vergangenheit reden. Okay, stimmt, natürlich, du hast recht. Okay, komm, wir müssen jetzt unbedingt Sam Luck finden. Was ich mich halt frage, was ist eigentlich aus Kevin geworden? Er ist auch gestorben, leider. Okay, wir müssen unbedingt aufhalten. Was war das für ein Schuss da draußen? Wahrscheinlich suchen die uns schon. Okay, wo lang gehen wir jetzt? Hier nach unten? Oder hier lang? Oder hier oben lang? Lass uns hochgehen, sein Hauptquartier muss oben sein. Okay, das ist eine gute Entscheidung. Na los. Sam Luck, wir werden kommen und werden dich sowas von stürzen, Mann. Na los, weiter geht's. Okay, hier stinkt's ein bisschen. Komm weiter. Sieht so aus, als wäre hier der Lüftungsschacht eingestürzt. Oh ja, das sieht ganz klar danach aus. Okay, hör zu, dann müssen wir wohl den anderen Weg gehen. Komm hier lang. Was ist das hier bitte? Wieso ist das hier denn offen? Boah, was ist das hier bitte für eine Kammer? Anscheinend hält Sam Luck der Psycho Versuchskaninchen in einer Höhle oder so fest. Um sie zu züchten, ich habe auch keine Ahnung. Warte mal, Versuchskaninchen, also Tiere oder? Ich glaube echte Menschen sogar. Oh nein, was ist nur mit dem? Ich habe immer dem Falschen vertraut. Wie konnte ich nur auf seine Spielchen damals reinfallen? Wäre ich nur zu dir und Kevin zurückgegangen, das wäre viel klüger gewesen. Es tut mir echt alles so leid, ich habe so viele Fehler gemacht. Oxy, hör mir zu, das ist nicht deine Schuld. Doch, natürlich ich. Nach den Atombombenknall hätten Kevin und ich nochmal nach dir gucken sollen und nicht einfach flüchten. Okay, wir müssen jetzt unbedingt weiter, um den bösen Sam Luck aufzuhalten und das gute Gleichgewicht wieder in die Welt zu bringen. Das geht nicht, dass hier alles so böse ist und so finster ist. Die Leute tun mir schon leid. Okay, na los. Egal, was sich hier hinten befindet. Wir müssen hier jetzt durch, um zu seinem Hauptquartier zu kommen, okay? Okay, dann lass das machen. Okay, komm, ganz leise. Vielleicht befinden sich hier irgendwelche Tiere oder sowas drin. Na, warte mal, was ist das da hinten denn? Lass uns lieber umkehren. Okay, na los, ganz leise. Okay, Kevin, sein Freund. Warte mal, hat er gerade deinen Namen gesagt? Ich hab das gerade auch gehört. Hallo, bist du ein Erdling oder so? Kannst du mich hören? Bist du ein Außerirdischer? Ich bin Oxy. Warum hast du gerade meinen Namen gesagt? Oxy, mein Freund. Oxy, dein Freund? Ja, ich bin Oxy. Hallo, wer bist du, Mann? Was machst du hier? Wurdest du hier eingesperrt von dem bösen Sam Luck oder was? Oh, meine Schwester. Deine Schwester? Luisa, denkst du gerade dasselbe, was ich denke? Ja. Luisa, denkst du, ist alles gut mit ihm? Ich würde sagen, wir müssen hier lieber schnell weg. Oxy, pass auf, er greift uns an. Kevin, im Stich gelassen. Komm her, Mann. Ja. Ah, er kommt, der kommt schnell weg hier. Dann muss komm hier rein. Ah, zu machen. Oh. Alter, was haben die bloß mit dem gemacht? Das ist doch mein Bruder Kevin. Ey, Mensch, hörst du das? Ja, natürlich höre ich das. Das ist doch richtig laut. Ich glaube, der braucht wieder Essen, oder? Was meinst du? Warum hält unser Chef überhaupt diesen Typen dort, Mann? Der bringt doch nichts. Ich weiß es nicht. Gar keine Lust mehr auf ihn. Komm schon rein. Dann bringen wir ihm Essen wieder. Rein. Komm mit, Mann. Da hinten kommen welche. Mach die Tür auf, Mann. Da hinten kommen welche. Was machen wir denn jetzt? Ey, was machst du denn hier an der Schachtwand? Komm mal mit jetzt hier. Einbrecher, Mann. Was passiert da bitte? Von Einbrechern. Junges, komm mit, sonst töten wir dich. Ja, komm mit, wir sperren dich jetzt ein. Einbrecher, keine raren Menschen in einem Schacht. Sei jetzt leise, du Dreckskind. Ich schwöre, dein alter Menschen, meine Gott. Oh nein, was passiert mit ihm da jetzt? Es muss Kevin sein, wenn er zu dich... Er hat geschrien. Lass mich los. Das war ein kleiner Ratten. Das war ein Mensch. Aua. Oh nein, Luisa, wir müssen doch irgendwas machen. Wo bringen die ihn denn bitte hin? Okay, hör zu. Wenn die ihn rausbringen, dann müssen wir hinterhergehen. Okay, wir kriegen das hin. Okay, Oxy, was ist dein Plan? Okay, schau mal, hör mir ganz genau zu, ja? Los, raus mit dir. Los. Okay, perfekt, dann würde ich sagen, komm schnell mit. Und dann los, das muss schon wieder aufgehen. Ah, irgendwie geht's nicht mehr. Helf mir mal bitte. Und zack. Ah.
Perfekt. Okay, oh Mann, ey, er ist so krank. Schau mal, was er für einen Raum für den armen Kevin errichtet hat. Da hast du recht, das ist alles viel zu eng hier. Hat er ihn echt hier die ganze Zeit drinne gehalten in all den Jahren, wo er Herrscher war? Okay, jetzt so, wir müssen unbedingt Kevin befreien und das Gute wieder ins Gute rücken. Okay, das Schlechte muss weggehen und wir müssen alles wieder gut machen. Wir kriegen das hin, okay? Ja, lass machen. Okay, na los, komm mit. Okay, also sie haben ihn hier rausgebracht. Oh Mann, was ist das hier bitte für ein Raum? Oh nein, mein armer kleiner Bruder. Ja, okay, hör zu. Ich verspreche es dir. Ja, Kevin war auch mein bester Freund. Ich werde ihn zurückholen und ich werde ihn wieder normal machen. Wir werden Kevin retten, okay? Versprochen. Okay, dann vertraue ich dir. Aber lass jetzt gucken, wo Kevin ist. Okay, na los, halt dich an den Plan. Okay, ganz leise sein. Und die Tür muss aufgemacht werden und zack. Okay, perfekt. Ah, da vorne befindet sich einer und ansonsten sieht es sehr safe aus. Komm raus hier. Okay, perfekt, sehr gut. Okay, dann los, jetzt musst du ganz leise sein. Wir müssen irgendwie... Komm hier hinten hin. Hier hinten sind noch mehr Wachen. Okay, wir müssen irgendwie zu ihm kommen. Aber wo lang ist er denn bitte? Oxy, schau mal neben dir. Ist ein Fahrstuhl. Oh ja, stimmt, aber der Fahrstuhl, der führt nur runter. Wir müssen doch hoch, oder nicht? Das heißt, der einzige Weg ist es, in diesen Fahrstuhl zu gehen. Und dort bewacht die Wache den Fahrstuhl. Hier, Oxy, aber wie sollen wir ihn jetzt ausschalten? Hör zu, sorg für Aufmerksamkeit und sobald er kommt, werde ich ihn mit deiner Waffe abknallen, okay? Okay, lass machen. Okay, na los, du kriegst das hin. Ich vertrau dir. Na los. Ja? Ich bin wegen der Semlak-Feier hier. Wir möchten das Wohlergehen von Semlak feiern. Na, hör mal. Das ist ja aber toll, aber die ist ja erst heute Abend. Ja, aber warten Sie mal. Ich glaube, ich habe da einen Fleck auf meinem Top. Warten Sie mal, was? Alles klar, dann kommen Sie mal mit. Ja, okay, ich komme gerne mit. Perfekt, man, sie hat das super hinbekommen. Okay, warte, Luisa, lauf weiter. Ey, Waffe runter, Mann, seien Sie sofort leise, ich bin hinter Ihnen. Wenn Sie sich einmal umdrehen, dann sind Sie tot, Mann. Oh nein, das ist der Eindringling, das war eine Falle. Ja, das war's. Ey, ich stelle hier die Fragen, Mann, dann los runter. Wenn du deinen Kollegen Bescheid sagst, dann werde ich dich direkt abknallen. Auf den Boden jetzt, Mann. Hast du nicht gehört, oder ja, wie? Was willst du von mir, Mann? Jetzt, Mann, tust du die Waffe auf den Boden und legst sie aus der Hand und jetzt beantwortest du mir meine Frage. Wo ist der Semlak? Wo ist der König von euch? Wo ist Herr Mann? Der ist, wenn du in den Fahrstuhl gehst, dann kommst du da direkt an. Luisa, was machen wir denn jetzt? Wir haben nichts, um seinen Mund zuzuklemmen oder so. Er wird uns verpfeifen, wenn wir hier weggehen. Dann töte ihn einfach. Warte mal, wie? Ich soll ihn einfach töten? Ja, natürlich. Er ist für alles hier verantwortlich. Er hat deine Eltern getötet. Was? Mich töten? Nein, bitte nicht. Bitte tun Sie das nicht. Oh nein, aber sie hat recht, Mann. Du und Semlak, ihr habt meine Eltern getötet. Und ihr habt alles immer schlimmer gemacht. Wegen euch ist diese gottverdammte Welt jetzt so, wie sie ist, Mann. Ganz ehrlich, nein, ich werde dich jetzt erschießen. Nein, bitte nicht. Ich habe eine Familie, ich habe Kinder. Bitte, ich wollte sie noch ernähren. Ich wollte sie noch großziehen. Diese Kinder sind so putzig. Bitte nicht, tun Sie das nicht. Oxy, wenn du ihn jetzt tötest, wird eh nichts passieren. Wir sind in der Zukunft und wir werden eh die Zukunft verändern. Warte mal, Zukunft? Was? Worüber redet ihr? Okay. Er hat sowieso schon gehört, du hast recht und stirb, Mann! Oxy, pass auf! Was ist denn hier los? Oh nein! Waffe runter, Kollege! Ah. Warte mal, wie haben sie das so schnell gemacht? Na, Zukunftsreisender, die neue Technologie kennst du wohl noch nicht. Oxy, bitte helf mir! Oh nein, Mann, hören Sie zu, nehmen Sie die Waffe von ihr weg, dann nehme ich die Waffe auch von Ihrem Kollegen weg. Sie und du werden heute noch sterben. Oh nein, was habe ich nur gemacht, Mann? Hören Sie zu, Mann, Sie kriegen Ihren Kollegen, ich nehme meine Freundin, okay? Dann haben wir das geklärt, ein für alle Mal. Halt die Schnauze, ich werde Sie jetzt umbringen. Mein Kollege ist nicht so viel wert wie Sie. Unser Herrscher hat uns sehr aufgetragen, euch zu töten. Unser Leben ist nicht so viel wert wie das unseres Herrschers. Warte mal, ist das gerade dein Ernst? Du willst echt das Leben deines Kameraden einfach nur riskieren, nur um die Aufträge von deinem König Semlak zu erfüllen? Was hat er nur mit euch gemacht? Hat er euer Gehirn wirklich so krass gewaschen oder was? Das ist doch nicht richtig, Mann. Dann wird dein Kollege auch sterben. Nein, bitte nicht, Frederik. Warum willst du mich töten lassen? Wir hatten so schöne Zeiten zusammen. Weißt du noch, wo wir getanzt haben? Ist dir das echt so wenig wert? Mann, Manfred, es tut mir ja leid, aber wir müssen unserem Auftrag nachgehen. Es ist unsere Bestimmung. Dafür leben wir. Nein, bitte tu's nicht, Frederik. Oh Mann, was ist nur mit den zwei Leuten los? Ich versteh's auch nicht, du willst echt deinen Kameraden opfern. Hör zu, Mann, Semlak hat euer Gehirn gewaschen. Das seid nicht mehr ihr, er hat alles schlimm gemacht. Na, ich werde sie jetzt töten, komm her! Nein, Luisa, jetzt! Warte, was? Na los, das ist meine Chance und komm her, Mann! Nein! Sieh, du hast ihn echt runtergeschubst. Oh Mann, ja, sieht kannst du aus. Okay, hör zu, jetzt müssen wir zu dir... Schnell weg. Oh nein, schnell hinter. Ey, Mann, bleib stehen. Mach das auf. Oxy, du hast beide getötet. Okay.
Hör zu, wir müssen jetzt Samlack finden, okay? Dann los, den Fahrstuhl hoch. Ganz schnell hoch hier. Er wird uns wahrscheinlich schon erwarten. Jetzt hast du begonnen, Mann. Wir werden die Zeit wieder alles wieder in Ordnung bringen, okay? Ich werde... Oxy, beruhig dich. Wir kriegen das hin. Okay, aber wir müssen... Hey, Oxy, ich bin bei dir. Wir kriegen das hin. Okay, dann los, wir müssen jetzt den Fahrstuhl hoch. 1, 2, 3. Samlack, wir kommen, Mann. Und... Oxy, sind wir etwa da? Warte mal, der Fahrstuhl ist hochgegangen, richtig? Ja, und schau mal, wer da ist. Oxy, du bist es! Ich wusste, dass ihr kommt! Ihr werdet beide sterben! Oh nein, ich höre schon seine grausame Stimme. Wart hier auf mich, ja, ich gehe hoch. Oxy, ich muss mitkommen. Nein, hör zu, ich kann nicht wieder riskieren, dass du verletzt wirst. Ich muss das alleine machen. Samlack, komm her, Mann. Warte mal, was ist das hier für eine ganze Armee? Tritt ein mit deiner kleinen, mickrigen Waffe. Oh Mann, du bist so ein kranker Psychopath. Wie viele sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bestimmt so 7, 8, 9 Leute. Hör zu, Mann, was hast du in der Stadt gemacht, Mann? Wo sind Mom und Dad? Hör du mir erstmal zu. Du hast keine Chance gegen mich. Guck mich an. Ich bin allmächtig. Und das ist meine Armee voller Brutusse. Sie werden dich in 0,0 Sekunden erlöschen. Nimm's, meine Brüder. Hi, Samlack. Samlack, mein Herrscher. Hi, Samlack. Hi, Samlack. Oh Mann, ihr seid doch alle Psychopathen, Mann. Schau, was du mit dieser ganzen Stadt gemacht hast. Mom und Dad sind tot. Und was hast du mit Kevin gemacht, Mann? Ist er ein Alien oder was? Was ist da los? Ach, Kevin. Oh Mann, den hab ich schon vergessen. Ach, ich hab irgendwas mit dem gemacht. Ich weiß auch nicht mehr. Irgend so ein komisches Experiment. Auf jeden Fall ist er jetzt ein Alien. Warte mal, du hast Kevin in irgendein Tier mutiert oder wie? Ja, genau, das hab ich gemacht. Aber sollte doch nicht so schlimm sein, oder? Lass uns ihn einfach töten, Meister. Ey, willst du mir Befehle geben oder was? 7, 8, töt ihn. Stirb. Warte mal, was hast du vor? Du willst ihn da... Die habt ihn echt. Das passiert, wenn man mir widerspricht. Ey, Mann, du bist so krank, Mann. Wegen dir ist alles passiert. Du hast mich damals verarscht mit der Zeitmaschine. Ich wusste, dass du... Ich wusste es nicht, Mann. Ich hab dir vertraut. Du hast zwar meinen Körper zusammengeflickt, aber ihr habt mich reingelegt. Oh, Oxy, hast du wirklich die Lügengeschichten mit deiner Freundin geglaubt? Wie Lügengeschichten? Oh nein, bitte nicht. Warte mal, was meint ihr zwei? Worum geht's hier? Oxy, sie hat dir bestimmt erzählt, dass sie mal auf meiner Seite war und mit mir das ganze schöne Universum beherrscht hat. Einen Moment mal, stimmt das? Nein, Oxy, bitte, du darfst ihm nicht vertrauen. Warte mal, aber du meinst doch zu mir, dass ich dich damals getötet habe, oder? Lüg mich bitte nicht an, Mann. Oxy, er hat recht, es tut mir leid, es stimmt, was er sagt. Du warst zu feige, um sie zu töten. Einen Moment mal, wenn das stimmt, aber warum bist du dann in die Vergangenheit zurückgereist, um mich da rauszuholen, um mich dann hierhin jetzt zu schleppen? Was ist eure Aufgabe, Mann? Was habt ihr vor? Oxy, hör mir zu, es war ein Fehler von mir. Aber du musst mir vertrauen, wir müssen ihn heute noch umbringen. Nein, Moment mal, woher soll ich wissen, dass du nicht lügst, Mann? Vielleicht lügst du mich auch schon wieder an. Ihr lügt mich doch alle an, Mann. Und jetzt genug in Vergangenheit geschwommen. Das ist die Zukunft. Männer, greift ihn an! Männer, Angriff! Oh Mann, schnell, rein. Ey, du hast mir einiges zu erklären. Schnell hier runter. Dann los, hier lang. Ey, Mann, was sollte das, Mann? Wieso hast du mich angelogen? Mann, ich hatte keine andere Chance, Oxy. Jetzt pass auf, die kommen alle. Oh, ja, natürlich, hier in den Raum rein. Oh Mann, ey, wir müssen kämpfen. Na los, tötet ihn. Oh, versteck dich. Du hast keine Waffe, oder? Oh Mann, ey, na los, Männer, tötet sie alle, hab ich gesagt. Oxy, was machen wir jetzt? Wir sind in der Sackgasse. Ich hab sie geotet, die sind in Raum 277. Oh Mann, na los, wir müssen irgendwie dagegen ankämpfen. Die rücken vor, schnell. Und zack. Ich hab ihn 22 gehetzt. Oh, geh nach hinten. Los. Und tack, ich hab ihn. Oh Mann, Freunde, es sind so viele. Was machen die denn? Oh, warte mal, was ist das? Wow. Warte mal, woher kommen die denn jetzt? Warte mal, ihr seid wir oder nicht? Oh, sieht ganz schön aus, als wärt ihr in der Klemme, kann das sein? Warte mal, sind wir das? Schöne Haare hast du. Danke, welches Shampoo benutzt du? Warte mal, Leute, wir haben gerade echt keine Zeit für, Mann. Das ist die gesamte Brutus-Armee. Woher kommt ihr zwei, bitte? Oh Mann, ey, Zeitreise ist so verrückt, ey. Dann los. Wir haben Waffen dabei. Wir können euch helfen. Ja, ich habe auch eine Waffe dabei. Einen Moment mal, wie ist das überhaupt möglich, Mann? Das ist doch gar nicht möglich, dass ihr in eine Zeit zurückreist, in der wir schon bereits existieren. Oder wie ist das? Wie war das denn nochmal? Das geht doch gar nicht hier. Doch, das ist möglich, dass sich zwei Personen in einer Zukunft treffen. Ich erkläre es dir später, Bro. Männer rückt vor! Okay, hör zu, ihr müsst mir jetzt echt helfen, diese komischen Brutusse zu besiegen. Na los, wir greifen die an. Los geht's raus hier. Wow! Na los, knallt sie alle ab. Samlack will flüchten, er geht hoch. Na los, jetzt kriegen wir dich, Mann. Jetzt kriegen wir dich. Schnell. Ach, na los, los.
los, erst da vorne. Oh, vorsichtig, nicht zu weit. Na los, und jetzt, Mann. Los, lauf, wo ist hin? Durch den Lüftungsschacht, schnell. Oh Mann, ich krieg dich, Mann. Das war jetzt dein letztes Stündlein, Mann. Ich krieg dich. Oh nein, schnell weg, wie kann das sein? Na los, hier lang. Wartet mal, ihr zwei, ihr kommt aus einer anderen Welt oder woher kommt ihr? Ja, wir kommen von wo ganz anders, aber du musst mir jetzt einfach vertrauen. Wir müssen diesen Typen verfolgen. Okay, kommt schon mit. Wer redet hier gerade? Oh Mann, Luisa, das ist doch jetzt egal. Na los, wir müssen ihn kriegen. Oh Mann, jetzt hat dein letztes Stündlein geschlagen. Da vorne bist du, Mann. Los. Ich habe ihn gerade gesehen. Er läuft hier. Oh Mann, ich werde dich sowas von kriegen, Mann. Oxy, wir können darüber nochmal reden. Was für Reden, Mann. Ich werde dich kriegen. Ey, das, was du uns allen angetan hast, Mann. Hör zu, Oxy, ich bin dein Meister. Ich habe dich zusammengepflegt. Weißt du es nicht mehr? Mann, versteh doch. Sie hat dich beeinflusst. Du bist auf meiner Seite und da hat sie dich auf einmal genommen. Ey, Mann, red kein Blödsinn, Mann. Ich bin so kurz davor, dich zu töten. Deswegen rennst du weg und erzählst Lügen, Mann. Ich werde mich nicht mehr verarschen lassen. Warte mal, wo ist er denn jetzt lang? Und dann meint, Leute, wo ist er lang? Wo sind denn alle jetzt? Na los, weiter. Der ist doch hier rein. Schnell. Einen Moment mal. Hä, er ist hier gar nicht. Ich glaube, wir sind falsch. Ach, egal, Mann. Na los, da bist du ja. Bleib stehen, Mann. Oh, Mann, wie habe ich ihn denn nicht getroffen? Weiter. Wo lang jetzt? Hier runter. Schnell. Ich werde dich kriegen, Mann. Wo bist du? Er läuft raus. Oxy, ich bin dein Meister. Du darfst mich nicht töten. Und wie ich dich töten werde, Mann, das war der komplette Endkampf, Mann. Jetzt will ich kriegen. Warte mal, das Auto fliegt im Moment in die Luft, Mann. Nein. Ach du Scheiße, Mann. Oh Mann, was ist hier los, ey? Ich werde dich kriegen, Mann. Bleib stehen. Da vorne ist ja na los. Bleib stehen, Mann. Wow, das Auto fliegt ja. Ach du Scheiße, wie macht er das? Was ist nur mit dir? Na los. Mit meiner Waffe kann ich alles zum Fliegen bringen. Ich nenne sie den Oxy Smasher. Was für Oxy Smasher, Mann. Wow, was ist bitte mit dir, ey? Du bist doch ein Psychopath, Mann. Ich werde dich kriegen, Mann. Du wirst mich nicht von. Oh, ach du Scheiße, Mann. Was ist das bitte? Ich krieg dich. Freunde, das ist der Endkampf, Mann. Oh nein, der kommt mir langsam zu nah. Sam Lucky, du musst überlegen. Ich weiß es, was ich mache. Der wird sterben. Ey, Mann, damit wirst du nicht durchkommen. Ich komme jetzt. Warte mal, Freunde, ich weiß ganz genau, was er vorhat. Nein. Ach du Scheiße, Mann. Wow. Sind wir mal bald da, Mom und Dad? Wir wollen doch jetzt wegfahren, oder nicht? Dad, du fährst schon 7 Stunden. Wirst du nicht langsam müde? Dauert halt noch ein bisschen. Oh, mir geht's gut, Mann. Oh, woher kommen die ganzen Schüsse? Egal, mir geht's gut. Los, ich muss weiter. Und zack. Wo bist du, Mann? Wo bist du? Da vorne bist du. Ich komme. Nein. Ach du Scheiße, Mann. Was ist hier bitte los? Woher kommen die ganzen Schüsse, Mann? Komm her. Oh nein, mir gehen langsam die Autos aus. Bleib stehen, verdammt. Jetzt hab ich dich, Mann. Nein, nimm die Hände hoch, Mann. Ich hab dich jetzt. Ich weiß ganz genau, dass du keine Munition mehr hast. Hör zu, Mann. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Jetzt ist es vorbei. Auf die Knie, Mann. Auf die Knie, okay, Mann. Aber tu mir bitte nichts. Wir können über alles nochmal reden. Ach, reden, Mann. Ich habe so lange auf den Tag gewartet, dass ich dich töte, Mann. Du hast damals mein Gehirn gewaschen. Wegen dir bin ich böse geworden. Was sollte das alles, Mann? Was sollte das, verdammt nochmal? Du warst nie böse. Du warst immer mein Freund. Ich war dein Meister. Dein Freund? Wegen dir habe ich alle verraten, Mann. Kevin ist tot. Luisa ist komplett komisch, Mann. Alle belügen mich, Mann. Mom, Dad sind tot. Schau dir unser Haus mal an. Was hast du bitte gemacht? Alles wegen dir. Alles nicht. Alles eine Lüge. Das denkst du nur so. Die hat dich überredet. Du weißt auch, Luisa, sie war... Nein. Du bist der böse Mann. Wegen dir, Mann. Und jetzt will ich dich töten, ey. Du wirst sterben. Bleib stehen, verdammt nochmal. Nein, Mann, du darfst mich nicht erschießen. Oh, Mann, bitte erschieß mich wirklich nicht. Oh doch, ich werde dich erschießen. Sowas von. Einen schönen Schuss in deinen Kopf rein. Und dann war's das, Mann. Oxy, ich kenne die Wahrheit. Du darfst mich nicht töten. Sonst erfährst du dir nie. Luisa wird dir sie nicht erzählen. Vertrau mir doch. Welche Wahrheit, verdammt nochmal? Was meinst du, Mann? Erzähl schon. Sag schon, na los. Ja, okay, aber zieh bitte nicht mit der Waffe so auf mich. Das macht mir echt Angst. Jetzt sag schon, Mann, welche Wahrheit, Mann? Was meinst du, dass Luisa mich verraten hat? Das weiß ich doch schon, Mann. Die Wahrheit über deine Eltern. Über meine Eltern? Stopp. Yo, Bro, wir sind hier, um dir zu helfen, aber warum stopp? Was meinst du? Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Warte mal, wer von euch hat gerade stopp gesagt? Luisa, was ist los, Mann? Warum? Soll ich ihn nicht töten oder wie? Ich war das. Ist egal, Oxy. Semlak, sei du einfach leise. Oh, Mann, was meinst du jetzt? Was für eine Wahrheit, Mann? Was meinst du, ey? Du brauchst mich, töt mich nicht. Du kannst ihr nicht vertrauen. Du musst mir vertrauen. Ich muss dir vertrauen. Ey, Mann, Luisa, sag mir schon die Wahrheit, Mann, damit ich ihn nicht töten kann. Worum geht es hier, verdammt nochmal? Warum müsst ihr mich immer alle belügen, ey? Okay, Oxy, stopp mal, reg dich ab.
Luisa, sie hat früher deine Eltern getötet. Sie war es. Warte mal. Genau sie. Einen Moment mal, was laberst du, Mann? Das kann gar nicht sein. Wir kennen uns doch noch nicht so lange, ey. Was für meine Eltern, Mann? Du hast meine Eltern getötet. Ja, ich habe deine Adoptiveltern getötet. Aber ich habe nicht deine leiblichen Eltern getötet. Und welche sind dir mehr wert? Deine Adoptiveltern oder deine leiblichen? Du hast meine Eltern getötet, du Ehrenloser. Einen Moment mal, was ist hier los, Mann? Was meinst du mit meinen leiblichen Eltern? Was meinst du über meine leiblichen Eltern? Ich war doch im Waisenhaus. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, was davor war. So war das nicht. Sie hat deine Eltern getötet. Genau sie und niemand anderes. Wie das denn? Weißt du, was hier los ist? Ich check grad echt nicht, was hier los ist, Mann. Was ist hier? Ich check grad auch gar nichts, was hier abgeht. Hör zu, Orksi, ich habe deine Eltern nicht getötet, aber da gibt etwas, was du wissen musst. Na, jetzt kommt die Wahrheit raus. Du hast sie getötet. Komm, lüg nicht. Was labert ihr, Mann? Ihr sagt mir jetzt beide sofort die Wahrheit. Was wisst ihr zwei, was ich nicht weiß, Mann? Was ist mit meinen leiblichen Eltern damals passiert? Sind sie gestorben? Hast du sie echt getötet? Was ist passiert? Hast du sie getötet, Mann? Erzähl mir die Wahrheit, Luisa. Okay, hör zu, Orksi. Deine Eltern sind beide bei einem Autounfall gestorben und meine Eltern haben sich damals adoptiert, weil sie bei dem Autounfall beteiligt waren. Warte mal, ganz ruhig, Mann. Meine Eltern sind bei einem Autounfall gestorben, deswegen habe ich sie nie kennengelernt. Und du, woher weißt du das? Na, das hat mir Luisa erzählt. Dir etwa nicht? Das heißt doch direkt, sie hat mir mehr vertraut. Was? Sie ist die Böse. Was, warte mal, meine Eltern sind beim Autounfall gestorben? Jetzt ist voll dunkel. Dad, du fährst schon 7 Stunden. Wirst du nicht langsam müde? Dauert halt noch ein bisschen. Warte mal, Dad, da vorne kommt ein Auto auf uns. Du, pass auf. Dad. Ganz genau. Sie haben dich nur wegen Mitleid adoptiert. Sonst hätten sie dich niemals adoptiert. Sie fanden dich doch nicht süß oder irgendwas. Sowas. Du warst einfach nur da wegen dem Mitleid. Oh Mann, was soll ich jetzt machen, ey? Also sind meine leiblichen Eltern nur deswegen gestorben? Oh Mann, ey, das kann doch nicht sein und ich habe sie niemals kennengelernt. Komm zu was, mir. Was meinst du, Mann? Du hast mich zusammengepflegt und sie... Warte mal, deine Eltern haben meine Eltern ermordet? Verstehe ich das gerade richtig? Ihr habt dich betrogen. Nein, meine Eltern haben deine nicht ermordet. Es war unabsichtlich. Die Autos sind einfach zusammengeknallt. Aber ich verstehe es nicht, Mann. Ihr habt mich adoptiert. Und liebst du mich überhaupt wirklich? Oder was war da los, Mann? Ja, natürlich liebe ich dich. Ich würde sowas nicht vorspielen. Orksi, überleg's dir gut. Willst du dich nicht an der Tochter deiner Mörder, deiner Eltern rächen? Sie töten. Oh Mann, stimmt. Deine Eltern haben meine Eltern ermordet. Ich glaub's nicht, Mann. Und das hast du mir einfach vorenthalten. Wie kannst du nur so etwas machen, Mann? Das haben mir Stefan und Mareike einfach alles vorenthalten. Ich glaub's nicht, Mann. Orksi. Nein, Mann, geh weg von mir, ey. Orksi. Nein, geh du auch weg von mir, Mann. Ich glaub euch allen nicht mehr. Ihr seid alles Lügner, Mann. Ihr alle. Ich war schon immer auf deiner Seite. Semlak hat mich betrogen. Du weißt, wer hier der Böse ist. Nein. Ich weiß nicht, wer der Böse ist. Das ist doch das Problem, Mann. Ihr habt mich alle verarscht, Mann. Komm nicht näher, Mann. Was wollt ihr, Mann? Was wollt ihr alle? Orksi, wirklich, du musst mir vertrauen. Semlak ist hier der Böse, nicht ich. Bitte vertrau mir. Komm, du musst mir vertrauen. Okay, wenn du meinst, Mann. Du hast recht, Mann. Semlak, du bist der Böse, Mann. Das war's, Mann. Es ist vorbei. Nun reich mir deine beiden Hände. Letzten Kuss. Was meinst du, Mann? Geh weg von mir. Was meinst du, Mann? Leute, rennt weg. Ich glaube, er dreht völlig durch. Nein. Was hat er vor? Nein! Das, Freunde, war die Geschichte. Einen Moment, da kommt ja noch was. Einen Moment noch. Denn dadurch, dass der Vergangenheits-Semlak da in die Luft geflogen ist, hat sich die gesamte Vergangenheit und Zukunft geändert. Oh, der Wecker. Guten Morgen, ey. Zack, Wecker ausmachen. Orksi, komm essen. Oh, Mom, ja, klar, ich komme direkt. Na los, guten Morgen, Mom, na los, zack. Guten Morgen alle gemeinsam. Oh, Mom, du sitzt hier ja schon. Ja, natürlich, du hast doch heute Abschlussfeier. Also mach dich schnell fertig und geh in die Schule. Ach so, stimmt, Abschlussfeier. Na los. Okay, zack. Dankeschön, Mom, für meine Tasche. Und, Dad? Ja, ich hab dir hier was zu essen gemacht. Oh, dankeschön, Dad. Ich geh dann direkt. Oh, Mann, ey, ich liebe meine Eltern, Mann. Einfach die beste Familie, die man haben kann. Mom, wir sehen uns dann um 13 Uhr, okay? Roxy, ist nicht schlimm, wenn es ein bisschen später wird. Du weißt doch, ich vertraue dir. Oh, okay, dann sehen wir uns halt um 18 Uhr. Haha, tschüss, Mom. Na los. Oh Mann, ich liebe unseren Sohn. So ein toller Junge. Ja, finde ich auch. Oh
Mann, die Abschlussfahrt war so toll, Mann, aber es ist schon so spät geworden. Meine Eltern warten doch auf mich schnell über die Straße, bevor noch ein Auto kommt. Oh Mann, ey, oh, es regnet so total. Los, los, weiter. Oh Mann, der Regen ist so nass, ey. Warte mal, wo bin ich hier überhaupt? Ich kenne die Straße doch gar nicht. Wo bin ich hier? Hey, komm schnell rüber zu mir. Ich kann dir helfen. Du wirst sonst noch voll nass. Oh, danke dir. Oh Mann, ey, es stimmt so krass. Schnell. Oh Mann, ey, ich bin so nass geworden. Ey, danke schön. Wohnst du hier oder was? Zack, danke schön, dass du mich reinlässt. Ja, genau, ich wohne hier. Ja, oh. Kein Problem. Okay. Mein Name ist Oxy, wie heißt du? Ich heiße Luisa. Oh, hi Luisa, schön dich kennenzulernen. Und am Ende fahren sie doch noch zusammen. Falls euch die ganze Serie gefallen hat, dann lasst jetzt gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und liked unbedingt dieses Video. Und jetzt, Freunde, schreibt noch einen netten Kommentar. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Dankeschön fürs Anschauen, Freunde. Haut rein.